Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen hier heute Montagabend. Und Montagabend gibt es eigentlich nur eine Show, auch wenn da noch andere laufen auf Simulus TV. Da gibt es lediglich den GSMF Porsche Cup, GT3 Cup hier auf der Race Day Speeder Association. Und mein Co-Kommentator und Chef der Race Day Speeder Association, der Jens Burkhardt, der ist wohl noch auf dem Weg. Also der kommt immer ein bisschen später, das ist 7:30 ein bisschen arg früh für ihn, das ist auch okay. Und deswegen fange ich erstmal alleine an, damit wir hier pünktlich auf Sendung sind. Ich freue mich sehr, wir sind heute auf dem Nürburgring, wie ihr wohl unschwer erkennen könnt, hier am Plakat. Und naja, braucht man glaube ich nicht so wahnsinnig viel so zu sagen. Nürburgring Grand Prix Kurs ist der Klassiker im Porsche Supercup. Und ja, also großartiges Feeling und ich gehe mal davon aus, wir sind heute auch wieder mal ein paar mehr Leute, sehe ich, also ein paar mehr Fahrzeuge auf der Strecke, also das scheint wieder ganz angenehm zu werden und wir haben natürlich heute wieder das große Duell Stefan Hauenstein gegen Christian Rückert, die beide um die Meisterschaft battlen. Jetzt schaltet der Server um, sehe ich gerade, ich schalte auch gleich auf die Strecke. Das machen wir mal jetzt. Na, komm her hier. Och, wollte er nicht. Genau. So, jetzt sind wir hier und naja, man sieht's doch, oder? So, jetzt schnauft's da und ich würde mal sagen, herzlich willkommen, Jens. Einen wunderschönen guten Abend, Lutz. Doch, doch, oh Gott, doch, bist du verschnupft? Nein, gar nicht. Oh. Nicht mehr als sonst, sagen wir's mal so. Gut, na, das ist ja schön. Dass du nicht verschnupft bist, meine ich. Klingt etwas seltsam. Also, weiß ich nicht, hast du ein neues Headset oder sowas? Nein, alles beim Reiten. Aha. Du steuerst, vielleicht kannst du ein großes Stück vom Mund weg oder ich weiß nicht. Also, klingt irgendwie anders. Ist aber egal, du bist gut zu verstehen, das ist das Wichtigste. Genau. So, das Wesentliche habe ich schon gesagt. Nürburgring sind wir und Klassiker schlechthin und da sehen wir auch, wie der Meisterschaftsführende gerade aus der Box fährt. Und ja, Jens, wie ist es dir? Wie immer ein wenig hektisch, aber sonst kann ich mich nicht wirklich beklagen. Hab nur ein komplett neu aufgesetztes System hier, deshalb muss ich mir gerade mal die ein oder andere Software noch besorgen, damit ich auch zuschauen kann. Aber ansonsten alles gut. Ja, das ist schön. Ja, genau. Also, heute momentan 19 Autos auf dem Server. Das sieht schon mal wieder etwas besser aus. Und naja, gucken wir mal. Nürburgring, wir haben ja dann hier einige Stellen, wo es richtig schön zur Sache geht. Ende, Start, Ziel, hier im Infield, Motordrom, ja. NGK-Schick, Schikane. Also da wird sicherlich, werden wir sicherlich schöne Manöver sehen. Ich kann mich an eins der aus den letzten Saisons erinnern, wo wir in der NGK wirklich hammerharte Manöver gesehen haben. Und naja, gucken wir mal, was heute passiert hier. Momentan fahren die jetzt erstmal sich warm, hier in diesem ersten von zwei Qualifyings. Und dann wird es irgendwann Referenzzeiten geben und dann geht's hier los. Jens ist noch auf Einkaufstour. Ja, ich hab dir gerade was geschrieben. Ich brauche mal wieder dann Zugangsdaten. Kriegst du. Aber installiert ist schon alles. Das ist ja fantastisch. Jetzt muss ich nur gucken, wo mein Teamspeak hier ist. Genau. Da haben du. So. Genau. Ja, ich habe natürlich wieder mal multitaskingfähig, wie ich bin, irgendwie die Termine durcheinander geballert. Habe für heute für Simracing auch ein Testrennen festgelegt. Ja, naja gut. Aber jetzt sind wir erstmal hier. So, jetzt sehen wir unseren Leader hier in seine gezeitete Runde gehen. Haben wir schon Zeiten? Ne, wir haben noch keine Zeiten, müssen aber in Kürze purzeln, weil er ist nicht als erster rausgefahren. Und von daher, mal gucken. Vor ihm gab es jetzt gerade ein paar Bremswölkchen. Ich denke mal, da ist wohl ein Fahrzeug vor ihm. Oh, das ist aber ein ganzes Stück weg. Und mal schauen, wer es schafft, heute hier auf die Pole zu fahren.
Christian hat sich im letzten Rennen ein bisschen absetzen können und der René hat so ein bisschen Nerven gezeigt, glaube ich. Und hat der Christian, ganz sicher, dann sofort erbarmungslos zugeschlagen und hat eine Menge Punkte eingefahren. Richtig, im ersten und im dritten Platz. Und dramatischer, gut, René hat ja nun schon zwei Rennen vorher seine Meisterschaftsambitionen am Nagel gehangen, so mehr oder weniger. Zwar noch nicht hundertprozentig, aber das sind schon fast nur noch theoretische Chancen. Aber wie gesagt, Stefan Hauenstein war bis zum letzten Rennen sehr, sehr dicht dran. Hat aber in den letzten beiden Wertungsläufen auch ziemlich, geloost ist übertrieben, also das, aber halt keine so überragenden Platzierungen eingefahren, so dass sich Christian Rückert da absetzen konnte, punktemäßig. Naja, und nun muss er irgendwie sehen, dass er da wieder rankommt. So, jetzt klopft es hier bei mir. Ich muss mal ganz kurz, Jens, hast du schon wieder ein Bild? Ich habe jetzt ein Bild, ich habe alle Daten, alles gut. Ja, dann würde ich dich bitten, dass du mal für 2-3 Minuten übernimmst. Ich bin gleich wieder da. Ja. So, endlich mal wieder dabei. Der Christian setzt seine erste Zeit und ja, ist es direkt die schnellste. Vor Mario Schiele und René Herzig, also den momentan üblichen drei Verdächtigen. Aber ich muss mir auch mal eben noch ein Bild davon machen. Wieso überhaupt die Trainingszeiten waren, die Topzeiten, da hat man immer so einen kleinen Anhaltspunkt, wo die Reise hier hingehen kann. Ja, die besten Zeiten sind gefahren, Mario Schilly, Christian Rückert und René Herzig, genau die drei, die wir jetzt gerade hier im Qualifying schon vorne haben. Auch alles im 1,56er Bereich, Michael Losche, Maxi Wolter auch noch da in der Nähe. Ja, den Maxi haben wir ja schon auf 4 und der Mike auf 6. Also da spiegelt sich ziemlich genau das wieder, was wir in den Trainingszeiten auch sehen konnten. Und der Christian jetzt hier mit einem wilden Quersteher. Versuch mal hier mal die Zeiten so ein bisschen durchzublättern. Gucken wir uns doch mal den Andreas Braun an. Der hat nämlich im ersten Sektor fast 4 Zehntel gut gemacht. Und ist jetzt hier auf dem Weg zum zweiten Sektor. Wild. Schön für die Kamera. Na, da hatte dann doch wieder deutlich Rückstand. Daniel Strickler hat sich gerade auf die 9 vorgeschoben. Der Andreas überfährt das Auto jetzt hier so ein ganz klein wenig. Das werden wir gleich in der Zeit sehen. Da wird er eine Menge verloren haben. Ja, über eine Sekunde. Der Fred hatte sich auch ein klein wenig verbessert in den Sektoren. Schauen wir mal, was da am Ende bei rauskommt. Platz 4. Schiebt sich damit vor Michael Losch und Maxi Wolter. Und liegt nur 4000stel hinterm René Herzig. Doch, bin wieder da. Ja, ich höre es doch. Ja. Gut. Auch geflüstert. Okay. Genau, so. Richtig. Ja, Fred sehen wir gerade auf der 4, habe ich gesagt. Der hat sich gerade nach vorne geschoben, vorbei an Mike Kolosche. Die ersten 7 innerhalb von 9 Zehntel, dann aber einen kleinen Break mit Edgar Ostermann, Michael Wirz und Daniel Strepo, der aktuell auf der Position 10 liegt. Und der Fred legt nochmal nach. Da geht noch ein bisschen was nach vorne anscheinend. Definitiv. So, ich muss mal gucken mit dem STA. Ich denke immer, der Stratner ist wieder da. vor allem, wenn da mehrere sind. Und aber ja, lange nichts gehört von dem Herrn. Aber der Daniel Streblo jetzt raus aus den Top 10. Ich glaube, der Edgar ist auf die 8 gefahren. Und Dennis Erner hat sich vorgefahren. Ah, genau. Auf die 9. Ja, richtig. Dennis Erner 1000stel hinter Edgar Ostermann. Also Team RSA sehr eng beisammen. Ja, sehr schön.
Ja, der verrät hier auf jeden Fall unterwegs zu einer sehr guten Zeit, bis er sich jetzt verbremst hat. Ja, genau. Aber macht das sehr elegant. Ja, wieder für die Kamera. Gerade auch schon der Andreas Braun, ein wilder Querstreher, genau als die Kamera da so hinten drauf gezeigt hat. Also, was ist das denn jetzt? Ich fahre mal rein und dann doch nicht. Ja. Das ist ja mal blöd jetzt, ne? Ja, der Fred, also, wie gesagt, jetzt gucken wir mal zur 11. Was denn... Nee, das war die 1. Will ich aber gar nicht. Wer will denn schon den Christian Rückert sehen? Moment. Ah, Mann, Daniel Schreblo. Genau. Also Daniel muss 3 Zehntel finden, um sich wieder auf Platz 10 vorzuschieben, wo momentan der Michael Wirtz sich befindet. Ja, und der Michael Wirtz ist 1,4 Sekunden hinter der Spitze zurück. Und ich glaube, das wird in der Runde schon nichts mehr, weil da war, glaube ich, eben schon eine 1,7, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann allerdings auch von der Vorrunde gewesen sein. Aber wir kommen jetzt gleich zur zweiten Zwischenzeit, da werden wir es sehen. Nee, das ist eine Inlap definitiv, also oder ein Dreher. Also 3,2 Sekunden, 3,3 Sekunden, muss man ja sagen. Das ist mit Sicherheit keine schnelle Runde mehr, obwohl er fährt hier eigentlich wie ein Berserker. Nee, kommt aber auch rein, genau. Aber wir haben dann noch dahinter den Enrico Herzig. Das ist auch eher driften als durch die Kurve fahren. Ja, und das bleibt bei Platz 12. Oh, und ja, Mario Chili auf Platz 2 macht eigentlich das, was er das letzte Mal auch gemacht hat, nämlich richtig, richtig schnell unterwegs sein. Und wollen wir mal gucken, was er treibt hier im Rennen nachher. Weil das letzte Mal hat es ihm ja den ersten Lauf völlig verhagelt. So, René Herzig geht nochmal raus. 4 Minuten hat er noch. Red auf der 4, bleibt in der Box, wie es ausschaut. Oder er fährt, ja... Also er muss kurz vor 2 Minuten Restzeit, muss er nochmal raus, wenn er noch eine schnelle Runde fahren will. Ja, eigentlich nicht nötig. Er kann sich jetzt zurücklehnen und... Ui! Entschuldigung. Kolosche mit Bestzeit im ersten Sektor. Tja, das ist mal eine Hausnummer. Und zwar deutlich, also 0,226 Sekunden. Über 2 Zehntel schneller. Eieieiei. Ja, und dann will man, glaube ich, immer ein bisschen zu viel. Und vergeigt's wieder. Ja, man neigt dann schnell dazu, das Auto zu überfahren, ohne zu vorsichtig zu werden, weil man die Zeit unbedingt ins Ziel bringen möchte. Ja, eins von beiden, genau. Jetzt kommen wir gleich zur zweiten Zwischenzeit, wollen wir mal gucken, was er da treibt. Hier da steht, aber das ist schon, naja, das hat er schon 80.000stel nur noch. Aber das könnte, ja, schon noch für eine Verbesserung reichen. Er hat ja 47.000stel auf die 4. Ja, das muss er aber hier sauber durchkommen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer, oh, da macht aber einer ganz brav Platz. Ich denke mal, das ist der Kurt Mühlenberger. Nee, Daniel Schreblo, wow. Ah, der holt sich Windschatten, der Fuchs. Ja, Platz 2 für Mike Kolosche. 1,57,001. Ja, 2 Minuten Verschluss sollten vielleicht nochmal unser Augenmerk auf den Daniel Streblo werfen, der jetzt gerade auf seine schnelle Runde gegangen ist, weil bei ihm geht es ja noch darum, um den Einzug ins Top 10 Qualifying. Genau. Ansonsten die üblichen Verdächtigen in den Top 10. Bisschen enttäuscht bin ich von Phil Ostaszewski und von Dirk Sassmannshausen. Ich glaube, die könnten mehr als Platz 14 und 13. In 14. So, jetzt habe ich nur gesehen, zwar gelb. Gut,
das ist, davon ist auszugehen, wenn jemand von Platz 11 aus in seine schnelle Runde geht, am Ende des Qualifyings, dass er jetzt nicht gleich die Bestzeit fährt. Es ist auf Niveau seiner schnellsten Runde sogar ein bisschen besser. Na, gucken wir mal. Der Daniel hat... Ja, er muss wirklich 3,5 Zehntel muss er reinfahren. Der Rückstand muss kleiner als 1,324 Sekunden sein. Zur Spitze. Und noch passt das. Ja, jetzt hat er sogar richtig guten zweiten Sektor hingelegt. Das sieht sauber aus hier in der NGK. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. So, jetzt kommt es drauf an. Letzte Kurve. Da kommt er. Na gut, die Linie geht auch. Nee, reicht nicht. Hat er verloren. Aber verloren. Er hat noch eine Runde. Also es ist noch drin. Ja. Aber der... Habe ich eben gesagt, Edgar Ostermann, das Quatsch, der Michael Wirtz ist auf Platz 10 und 1,5 Sekunden muss er haben. 1,58 Sekunden. So, offizielle Zeit ist gerade eben abgelaufen. Alle die, die jetzt noch in der schnellen Runde sind, in der gezeiteten, können die natürlich noch zu Ende fahren. Mit der Zeit hat er sich ein ganz, ganz klein wenig verbessert zu seiner schnellsten Runde. Ja, ich glaube, das war ja in der Vorrunde auch schon so, dass er im ersten Sektor einen kleinen Ticken schneller war. Er fährt sehr sauber, das ist überhaupt keine Frage. Frage ist natürlich, wie sind die Kurvengeschwindigkeiten? Es sieht auf jeden Fall nicht langsam aus. Ja, das ist wahr. Jetzt hat er noch ein Bulettenauto vor sich. Ich gehe mal davon aus, dass das der Dirk Sassmann... Ach nee, Moment. Doch, Dirk Sassmannshausen ist. Ja, der macht aber Platz. Ah, es wird eng. Der zweite Sektor war schlecht. Da hat er jetzt verloren, auch seine Zeit. Ja. Ja, das würde reichen. 1,5 Sekunden. Ich gehe mal davon aus, dass er sehr viel Zeit in der letzten Kurve hat liegen lassen. Jetzt fährt er es auch ein bisschen enger an. Dann ist er sehr, sehr weit angefahren. Nee, reicht nicht. 1,7. Hat sich verbessert, aber reicht nicht. Nee, nichts. Oh. Ach, jetzt wurde gerade alles dunkel. Ich habe die Energieoption noch nicht richtig eingestellt. Ah ja. So, dann haben wir ein Ergebnis. Ein vorläufiges natürlich nur. Christian Rückert auf der 1, auf der 2 Mike Kolosche, 3 Mario Schili, 4 René Herzig, 5 Fred Dunke, 6 Maxi Wolter, 7 Edgar Ostermann, Andreas Braun auf der 8. Position, 9. Dennis Erner, Michael Wirtz 10. Daniel Streblow. Und ab jetzt ändert sich durch das zweite Quali nichts mehr. Auf der 11 Daniel Streblow, 12 Enrico Herzig, 13 Dirk Sassmannshausen, 14 Phil Ostaschewski, 15 Steffen Streblow, 16 Lars Borkowski, 17 Kurt Mildenberger und 18 Tom Krüger. Genau. So. So, die Herrschaften fahren jetzt nur noch in die Box.
man denn hier ein paar Autos? Mensch, wir hatten hier so viel Platz in dieser Boxengasse. Guckt euch das an. Genau. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt weitergeht. Jetzt kommen wir nämlich in zweite Quali, wo die Top 10 fahren. Nicht nur eine Runde, sondern es geht 10 Minuten. Und dann haben die 10 Minuten Zeit, hier nochmal den Asphalt um die Ohren zu schmeißen. Ja, aber der Christian hat schon gezeigt, dass er auch hier wieder Favorit ist. Der möchte das dieses Mal unbedingt nach Hause bringen. Ja. Ja, keine Frage. Also ich denke mal, das wäre jetzt auch wirklich eine Vorentscheidung. Also wenn er heute nochmal ein zweimal aufs Podest fährt oder zwei sehr gute Ergebnisse einfährt, dann ist das eigentlich nur noch, dann muss er eigentlich nur noch kommen und regelmäßig in die Top 10 fahren. Und dann ist ihm die Meisterschaft eigentlich nicht mehr zu nehmen. Wollen wir mal schauen, was hier, was heute geht. Ich meine, er hatte ja lange Zeit eine Pechsträhne, wo es nicht wirklich nicht lief. Unfälle, Defekte, keine Ahnung, was alles. Und ja, und jetzt sieht's halt, jetzt läuft's wieder. Und wenn es denn läuft, dann läuft's auch gut. So. Herr Rückert ist dann auch schon wieder auf der Strecke. Ja, viel Zeit ist nicht. Da war eine Rundzeit von fast 2 Minuten. Richtig. Muss man sehen, dass man jetzt hier rauskommt. Nee, den brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Der darf nämlich nicht. Ja. Andreas Braun finde ich wirklich sehr, sehr gut, wie der sich gesteigert hat. Also letzte Saison noch. Naja, da hat er es schon mal ab und zu durchblicken lassen. Aber davor war eigentlich Top-10-Platzierung so gut wie aussichtslos zu erreichen. Also, ja, und jetzt da eigentlich regelmäßig da zu finden. Ja, er geht gerade eine gute Schule. Er fährt ja auch in der RSA Wintersaison mit und macht eine ordentliche Figur und so auch inzwischen eine sehr gute Figur. Dadurch hat er natürlich so viel, viel Fahrpraxis und guten Wettbewerb eine Menge gelernt. Genau, das ist wahr. Der Stand momentan zur Wintermeisterschaft, wenn wir einmal hier live sind. Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich sag, wie ist jetzt der Status in der Wintermeisterschaft? Saisonfinale ist am Donnerstag. Achso, nee, Sommermeisterschaft meine ich natürlich. Ah, Sommermeisterschaft, ja, wir haben wieder so Ende 20 Anmeldungen. Mhm. Also dafür, dass wir parallel fahren werden und die Sommermeisterschaft ja auch nie immer so einen ganz hohen Stellenwert hat, weil viele Leute auch im Sommer eben anderweitig unterwegs sind, sind knapp 30 Anmeldungen vollkommen in Ordnung. Ja. Und ich freue mich drauf. Ja, das ist. Aber weiter sind die Pläne noch nicht, wir haben also noch keinen Streckenkalender, gar nichts, also die Mod steht, die Anmeldung ist raus und alles weitere werden wir jetzt sehen. Na, da ja, schon mal was. Gibt's denn ein RSA-Team zum 24-Stunden-Rennen? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, man hat sich da noch nicht wirklich zusammengeschlossen, ich werde das nochmal in die Runde fragen, wäre ja schön, wenn wir endlich mal dabei wären. Ja, ich meinte, ihr wart schon mal dabei, aber woher kennen wir uns sonst? Ich meine, du bist doch da schon mal gefahren, oder nicht? Wir hatten den ersten Kontakt bei dem Indy 500. Naja, war ja da im Prinzip auch. Jetzt nicht zwingend beim 24-Stunden-Rennen, aber zumindest im Umfeld. Und da bin ich alleine gefahren bei dem Indy 500 und wir sind in der bei der Langstrecke mitgefahren, also. Also nicht im Oval. Doch, ich bin im Oval alleine gefahren. Ach so. Naja. Und dann haben wir die erste, nee, die zweite Langstreckenmeisterschaft, da sind wir auch mitgefahren.
langsamer Zeiten. Mein Gott. Ja, der Christian ist auf jeden Fall auf seiner ersten gezeiteten Runde. No. Und ich glaube... Jetzt gibt's schon mal vom René Herzig eine Zeit, die ist aber... Kann eigentlich jetzt Christian Rückert, das kann nicht stimmen, was da eben angezeigt wurde. So, er ist schneller, keine Frage, aber nicht die 2,8 Sekunden, die da eben noch Ende des zweiten Sektors standen. Nein, 1,56,352, das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Zeit, weil Mario Schiele liegt nur 46.000 dahinter auf Platz Position 2 aktuell. Ja. Und der René Herzig ist eine niedrige 1,57 gefahren, das wird nicht reichen, um in der ersten Reihe zu stehen. Nee. Ganz sicher nicht, aber jetzt hat das hier schon mal gepackt, hat jetzt aber hier einen Fehler reingehauen. Erster Sektor 0,227 Sekunden. Vorsprung. Oh, warum bremst der da? Da gingen doch eben die Lichter an, oder habe ich mich da vertan? Ich war mit meinen Augen auf dem zweiten Monitor, ich kann es dir nicht sagen. Hm. Naja, werden wir ja sehen gleich. In Bälde. Ey, das war heute so warm. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Aber das Auto stand im Schatten. Und als ich eingestiegen bin, klar war das ein bisschen aufgeheizt, 29,5 Grad im Auto. Und als ich dann ein Stück gefahren war, waren es immer noch 20,5 abends um 5. Also ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir hatten hier tagsüber auch 22, 23 Grad. Kann sich sehen lassen. Ey, wie mal letztes Jahr mal meinen Geburtstag drinnen feiern müssen, Ende April. Aber so ist es, ein Jahr ist schön, ein Jahr nicht. Platz 3, aber halbe Sekunde nur noch Rückstand, hat sich ein klein wenig verbessert, aber nicht wirklich aufsehenerregend. So, bleibt halt abzuwarten, was der Herr Kolosche macht. Oh, Fred Dunke ist da jetzt schon. Genau, der ist gerade eben auf die 4 gefahren, hat den Mike Kolosche verdrängt. So, der kommt aber mit gehörig Rückstand, wenn das hier stimmt, was uns angezeigt wurde, mit 7 Zehnteln. Ja, kommt ziemlich genau hin. Ja, Moment kurz. Es hat aber gereicht, um den Fred wieder zu verdrängen. Damit steht der Mike auf Platz 4. Der Fred Dunke mit 95.000 dahinter auf der 5. Maxi Wolter aktuell auf der 6. Edgar Ostermann auf der 7. Dennis Erner auf der 8. Andreas Braun auf der 9. Und Michael Wirz auf der 10. Die letzten 3 Minuten laufen, also maximal 2 Runden werden wir hier noch sehen. So, bin ich wieder. Und Christian Rückert sehe ich gerade, hat nochmal 2,5 Zehntel im ersten Sektor draufgelegt. Also der will hier unbedingt auf Pole fahren. Muss mal eben aus dem Fenster. Mal eben aus dem Fenster gucken, hat es gerade gescheppert. Das klang wie mein Auto. Augenblick. Nee, meins war nicht, war es nicht, war nur eine Mülltonne. Oh, Gott sei Dank. Christian Rückert hat also Rückstand im zweiten Sektor, da brauchen wir nicht hinschalten, aber wir sollten mal eben kurz auf zum René gehen, auf der 3, der scheint sich damit dazu verbessern. Er schmeißt das Auto hier wirklich in die letzte Kurve. Es sieht, als ob das, sieht aus, als ob das Heck lenkt, aber es wird halt bei Platz 3. Einen sehr schlechten dritten Sektor hingelegt. So, was ist? Der Kolosche hat zumindest mit Dunke wieder verblieben vom vierten Platz. Eine Minute 41, also keine Zeit mehr, nochmal in die Box zu kommen. Also alles, was jetzt in die Box fährt, endet das Qualifying. So, jetzt gilt's. Jetzt muss er es nochmal bringen auf den Punkt. Ganze. Ja, Fred ist in die Box gefahren. Damit ist sein Qualifying beendet. Aus.
Dennis Einer hat sich gerade auf die 7 geschoben, 11.000 hinter Maxi Wolter und 85.000 vor Edgar Ostermann, der 64.000 vor Michael Wirz liegt. Also, das geht schön eng zur Sache da hinten. Ja, ich denke mal, das Mittelfeld so Platz 4 bis 8, das wird wieder sehr, sehr spannend werden. Ach, das vordere Mittelfeld. Viererkette, genau. Und der Einzige, den ich mit einer Zeitverbesserung sehe, ist der Maxi Wolter auf der 6. Gehen wir nochmal kurz hin. Ja, auch das ist jetzt gelaufen. Ja. Ich glaube, jetzt hier in der letzten Runde werden wir keine Positionsverschiebung mehr sehen. Da war auch Kolosche irgendwie, glaube ich. So, ja, das war keine Verbesserung mehr. Dunkel ist in der Box, Michael Losche kommt rein, René Herzig wird auch reinkommen. Dass hier noch Zeiten jetzt angezeigt werden, ist eigentlich nur noch, ja, man sieht's, also da passiert jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, da kommt der Pulsar da rein. Genau, damit haben wir ein Klassement. Und zwar still in der ersten Startreihe auf Pole Position Christian Rückert, neben ihm Mario Schilly. In der zweiten Reihe steht René Herzig gegen Mike Kolosche. Das sind auch die vier, die momentan so den Speed angeben. Haben wir direkt in den ersten beiden Reihen. Dahinter Fred Dunker auf der 5, Maxi Wolter auf der 6. Dann auf 7 und 8 haben wir eine RSA-Reihe mit Dennis Erner und Edgar Ostermann, Michael Wirz auf der 9 und Andreas Braun auf der 10. Ja, jetzt heißt es noch einmal kurz durchatmen. Und dann stürzen wir uns hier ins Rennen. Nee, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Warm-up. Ich sage ja einmal durchatmen. Ach so, das Warm-up ist das Durchatmen. Ich dachte, die. Ja. Genau. Und da gucken wir uns mal so ein bisschen in der Meisterschaft um. Ach, so ein Quatsch. Habe ich den Hauenstein verwechselt? Er fährt ja hier gar nicht. Natürlich mit René Herzig. Du hast hundertprozentig recht, Jens. Jetzt habe ich wirklich beide Rennserien durcheinander gewürfelt. Das ist schön, weil ich habe eigentlich gar nichts gesagt, weil bevor ich was sagen konnte, bist du aufgestanden und nachher wollte ich dann nichts mehr sagen. Ja, nee. Also, ja, aber ich merke es immer noch. Also ich merke es auch nach schon etwas längerer Zeit kriege ich noch mit, dass ich da Blödsinn erzählt habe. Also natürlich völliger Unsinn hier mit Stefan Hauenstein. Nee, tatsächlich René Herzig. Also das ist hier schon wirklich nur noch theoretisch. Also wenn wir uns das hier angucken, das sind 80 Punkte, 83 Punkte Unterschied. Und ja, also da muss schon wirklich viel passieren, dass dieser Vorsprung noch aufgeholt wird und auch noch vorbeigegangen wird. Ja, Dennis Erner mit auf Platz 3, insgesamt mit 392 Punkten. Der hat da schon noch eher Chancen, Vizemeister zu werden, als dass der René Herzig noch Meister wird. Auf der 4 Michael Losche, 347 Punkte. Fünfter Platz für Fred Dunke, 323. Da ist auch noch durchaus eine Verschiebung denkbar, zumal der Fred ja auf einen aufsteigenden Ast ist, wie man hier auch sehr schön in der Grafik sieht. Also er hat sich auch durch das letzte Rennen hier um eine Position verbessert, genauso wie Michael Wirz. Mario Schilly hat verloren. Ich glaube, der war auch letztes Mal, war der dabei? Oh. Müsste ich jetzt nachschauen, aber auf alle Fälle war es nicht gut. Phil Ostaszewski konnte Punkte gut machen, genauso wie Maxi Wolter auf Platz 8 und 9 jetzt in der Meisterschaft. Dirk Sassmannshausen hat verloren und ist jetzt nur noch 10. mit 228 Punkten.
So sieht das hier momentan aus. Teammeisterschaft zeigen wir euch kurz, brauchen wir jetzt nicht alles in allem durchlesen. Also auch hier ist die DG Motorsport oder DG Motorsport powered by FLA doch ziemlich deutlich in Führung. Bleibt abzuwarten, was auf den Plätzen dahinter passiert, weil das ist für eine Teammeisterschaft noch sehr, sehr eng. Und Olaf gibt's. Oh, jetzt muss ich mal wieder überlegen. 20 Punkte. Ne, 25 Punkte. Also von daher geht da noch einiges. Und momentan ist aber auch relativ wenig Verschiebung. Ich verstehe den Pfeil auf Platz 9 nicht so ganz, weil Gelb ist, glaube ich, unverändert, warum jetzt da ein Pfeil nach oben steht. Vielleicht ist das tatsächlich eine Verbesserung gewesen, ist nur nicht grün geworden, wie gedacht. Keine Ahnung. Oder der Pfeil ist noch vom letzten Mal. Aber das ist jetzt kein Problem. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Kurze Info, wenn wir denn jetzt hier einmal im Warm-up sind, wir haben ja noch 3 Minuten, also dank des... Ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer es gewesen ist, wer es ausgeplaudert hat. Ich hatte ja in der RSA so ein kleines Posting gemacht bezüglich 24 Stunden Le Mans. Daraufhin haben sich dann auch Jungs von Dog Racing gemeldet, der Olaf Ness und der Stefan Bäumer, die da auch jetzt tatkräftig mit organisieren und vor allem technisch unterstützen mit ihrem Server. Und ja, und ein Member of RSA hat dann irgendwo auf Facebook irgendwas ausgeplaudert, weil bis dahin, als ich den Post gemacht habe, war das wirklich noch sehr rhetorisch, die Anfrage. Also das war noch bei Weitem nicht sicher, dass wir das nochmal machen. Aber mittlerweile ist es so. Vom 27. bis 29. Juni gibt es die 24 Stunden. Am 18. April releasen wir, die Mod releasen wir ein bisschen eher, entweder morgen oder am Freitag, je nachdem wie der Test heute ausgeht. Und am 14. April gibt es, 18. gibt es dann die Möglichkeit, sich zu registrieren. Und ja, und dann geht es halt einen gewohnten Gang, wenn wir mehr als 50 Teamanmeldungen haben, fahren wir Qualifikationsrennen, 6 Stück. Ansonsten gibt es 10 Testrennen von April bis Juni und ja, wieder ein nettes Programm, viel zu tun und ja, dann werden wir mal gucken, was so geht. Insgesamt freue ich mich sehr drauf, dass wir das doch nochmal hingekriegt haben, weil Anfang des Jahres hatte ich wirklich keine Lust mehr dazu. Aber mittlerweile, wenn man das so sieht, vor allem was man dann so an Nachrichten bekommt und woher die überall kommen, das ist schon sehr erstaunlich. Und selbst Fahrer, mit denen ich mal irgendwann Stress hatte, haben mir geschrieben. Oder Teams. Und ja, das fand ich schon. Da kann man wenig tun. außer es dann machen. Ja. Und nun tun wir es und machen es. Und freuen uns drauf. Genau. Ja, ganz tolle Sache. Ich habe das ja auch gelesen bei uns. Und ja, leider fehlt mir einfach die Zeit, um da aktiv mitzuwirken, auch wenn ich es gerne machen würde. Aber ich bin froh, dass sich da ein paar Jungs gemeldet haben. Wer immer das auch ausgeplaudert hat, ich weiß es nicht. Aber es hat ja zum Glück nicht dazu geführt, dass es nicht stattfindet. Ja, ja. Nee, gut. Also es war halt. Also ich hatte es tatsächlich gepostet und direkt nächsten Morgen schrieb mich der Michael Schlaps an, also der ja nun überhaupt nichts mit der RSA zu tun hat. Und ich hab da gehört. Naja, gut. Manche und, Informationen verbreiten sich wie ein... Ja. Weißt du. Und gut, wie auch immer. Insgesamt ist es natürlich dann auch sehr schön, wenn das so ist. Ich glaube, ich wäre enttäuschter gewesen, wenn gar nichts passiert wäre. Aber wie auch immer. Ja, und wie gesagt, Stein des Anstoßes war ja die Agnes, die gesagt hat, sie moderiert mit mir das 24-Stunden-Rennen. Bin gespannt. Ich auch. Bin sehr gespannt. Das kannst du mal glauben. Oh. So. Der Herr Rückert ist auf dem Weg zum Triple. Holt sich hier auch die Pole im Warm-up.
Oh, Herr Kolosche, jetzt kannst du nochmal Bestzeit fahren. Hier kannst du, glaube ich, jetzt nicht mehr. Um zu zeigen, dass du im Quali das hättest vielleicht doch gekonnt, aber gut. Übrigens hat mir mein Arbeitgeber jetzt auf meine Firmenkarte LTE freigeschaltet und siehe da, ich habe hier zu Hause 3035 Mbit. Hoch wie runter. Hoch nicht ganz, sind 10, 12. Aber ja, hast rein. Ja, gibt doch Schlimmeres, oder? Ja. Ja, zumal es da keine Volumenbegrenzung gibt, also kein Limit gibt, also es wird nicht gedrosselt, ist das natürlich eine feine Sache. So! Es wird ernst, sagte Inge. Ja, ich freue mich sehr drauf. Also ich könnte mir vorstellen, Nürburgring, ich glaube, da haben wir eigentlich immer nur gute Rennen gesehen. Ja. Ja, man glaubt es kaum. Wir haben jetzt zwei relativ lange Geraden. Dennoch ist das Überholen hier einfach unglaublich schwer. Ja, auf der Stadtziel geht es halt tatsächlich ganz gut, wenn man auf die Stadtziel raus schön dicht dran ist und sich nach innen setzen kann. Kann es funktionieren. Aber du hast recht, insgesamt der Nürburgring alles ziemlich flüssig. Mindestens die langsamen Kurven bis auf die Schikane, mindestens um die erste Kurve, mindestens zweite Gangkurven. Und ich glaube, die meisten fahren die sogar im dritten. Und das ist natürlich. Genau, ich denke, der Streckensprecher hat sich ausgedödelt hier. Aber ich habe keine Autos. Achso, weil ich einen Nummernblock aus habe. Genau. So, da sind doch mal die Quali-Ergebnisse. Da nur bis Platz 10. Logisch. Die anderen sind ja im Training 4 gefahren worden, das erste Qualifying. Von daher werden die hier jetzt nicht mit angezeigt. In der Simulation. Aber das ist auch nicht so das Drama. So, da kommen sie. Und stellen sich wieder an die Ampel. Tun sie das? Ah, oh. Oh! Genau. Ich bin immer gespannt, der René auf der 3, direkt hinter Christian. Mhm. Als der Superstarter, der Christian startet mittlerweile auch gut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden irgendwie auf 1-2 am Ende der Mercedes Arena sind. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Bleibt halt abzuwarten. Ob er an Christian vorbeikommt, glaube ich, wird eher schwer. Das glaube ich auch nicht. Dafür startet der Christian mittlerweile viel zu gut. Ja, ganz schön lange so eine Runde, bis ja. Du wieder in der Startaufstellung stehst. Ja, dann haben wir ja noch eine. Das ist ja erstmal nur die Reconnaissance Lab. Ja, wegen dem Sassmannshausen im R-Faktor-Monitor immer die Spalte größer machen muss, damit man den Namen voll sieht. Unmöglich, Herr Sassmannshausen, unmöglich. Sehr froh, dass wir dieses Mal keine Gs dahinter haben. Dann müsstest du noch weitermachen. Ja, genau.
So, jetzt trudeln sie langsam ein, die Herrschaften. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Benny Herzig sich jetzt hier an der ganzen Mannschaft vorbei manövriert. Ich sehe gerade René auf der 5. Hat er eine Strafe bekommen? Ja, der hat eine Strafe, ja. Ah, okay. So. Und auch geht's hier in die Formation Lab. Ui, da hätte einer, also das war ein RSA-Auto. Wird mal auf Dennis tippen. Oh, ich habe hier ein Disqualified vom Kurt Nürnberger. Ja, das habe ich auch. Das muss aber jetzt die Rennleitung entscheiden, was da ist. Qualifiziert wird man eigentlich nur, wenn man rückwärts fährt oder bei Rot aus der Box kommt. Ein Zeitpunkt. Weil Karten wird da noch nicht bewertet, also wenn man irgendwo quer durchfährt. Und es fehlt auch einer auf dem Server. Und es fehlt auch noch tatsächlich einer, das ist richtig, ja. Ich glaube, der Daniel Streblo fehlt. Ah nee, der ist da. Der ist da. Ja, weiß ich jetzt. Muss ich mal schauen, wen wir im Quali da hatten. Tom Krüger fehlt. Ja, das ist jetzt doof. Also, ich weiß es nicht. Also, der Kurt ist jetzt auch nicht der Typ, der jetzt losrennt und rumheult. Macht erst hinterher. Die anderen das mitbekommen haben. Kurt hat auch die Verbindung getrennt. Er scheint komplett raus zu sein. Okay. Naja, wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, ich habe Mist gemacht. Hier sehe ich gerade ein Auto ohne fehlt schon der Frontscheinwerfer. Einer von den beiden streblos, ich glaube der Steffen. Der Tom ist auf jeden Fall noch zumindest im Teamspeak, ist gerade im Channel bei den Herzigs. Ja. So, es geht auf die Startziel. So, und vielleicht sollten wir tatsächlich mal hier bei René Herzig ins Cockpit gucken. Puh, das wird jetzt mal spannend. So, Ampeln sollten jetzt angehen. Startlight Countdown has begun. Und auf geht's. Und der kommt, guckt dir das an. Oh, da kommt aber ein Zug her. Jetzt ist vorbei. Ja, da hat er Wheelspin gehabt und dann verliert er sogar einen Platz. Bedunke ist vorbei. Oh, was ist denn das da? Uiuiuiui. Ah, diese erste Kurve hier. Oh, das eine RSA-Auto fährt dem Jägermeister drauf und der Jägermeister dreht das nächste RSA-Auto. Halleluja. Ja, das war Dennis, den es hier. Uiu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 
Und René Herzig ist auf die 11 zurückgefallen. Eieieiei. Edgar Ostermann auf die 14. Dennis Erner 16. Das war kein so berühmter Rennstart. Also das haben wir schon besser gesehen. Auf jeden Fall. Und der Fred macht vorne direkt richtig Attacke auf der 4. Gehen wir mal direkt hin. Ja, das war's dann mit der Attacke. Jetzt gibt's gut, wahrscheinlich jetzt Attacke gegen ihn. Genau, und gleich wieder Richtung 5. So, Maxi Wolter dürfte da wieder vorbei sein. Eieiei, da wird... Das war ein ziemliches Kuddelmuddel. Mit den beiden RSA-Autos und dem René Herzig. So. Und Fred. Boah, nicht hier, nicht, oder doch? Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und da geht der einfach mal so an dem Wolter vorbei. Und der fährt auch einen Schlenker und verliert... Ja, hat, konnte nicht früh genug beschleunigen und verliert höchstwahrscheinlich jetzt noch einen Platz. Genau, an Phil Ostaschewski, der geht auch noch vorbei. Ich hab doch gesagt, der Ostaschewski ist unter Wert geschlagen. Na gut, das war jetzt... No, war ja. Ostaschewski bleibt so. Ja, bleibt vorne. Aber jetzt kommt... Überall Qualm in der Luft. Ja. Wahnsinn. Ja. Oh, das ist eine gute Linie hier von Maxi, kommt mit mehr Schwung raus. Und da sagst du, hier gibt es keine... Oh, mach zu. Ostaschewski, nächste Kurve ist er wieder vorne. Da sagst du, was, es gibt hier so keine Überholmöglichkeiten. Was mich so ein bisschen irritiert, ich sehe den Edgar gar nicht am Start. Dafür sehe ich Tom Krüger am Start. Als wäre Tom Krüger im Auto... vom Edgar unterwegs. Es waren da definitiv zwei RSA-Autos da. Ja, der Edgar war auch eben 16. Das ist ja merkwürdig. Da steht auch Tom Krüger und da sitzt er auch im Auto. Das aber ist das ist kein RSA-Auto. Nee. Ich sehe den Edgar nicht. Nee. Aber dafür ist Tom Krüger auf einmal wieder da. Ja, das können wir auch erst später nach genau. Aufklären. Vielleicht sollten wir das ganze Ding mal disconnecten, mal neu connecten, mal sehen, was dann passiert. Meinte aber, ich habe eben... Ja, der Steffen, den hat es hier nun völlig zerledert. Gar Ostermann, ja. Jetzt ist er wieder da. Da ist er wieder, genau. Ja, der war, glaube ich, in der Box. Genauso wie der Steffen Streblow. So, Christian Rückert führt das Ganze an hier. Ziemlich souverän, wie ich finde. Hat nämlich schon 1,5 Sekunden Vorsprung auf den Mario Schili und Mike Kolosche. Und der hat Spaß mit Dunkel. Ja, aber Phil und Maxi direkt dahinter. Die wechseln gerade die Position. Und René Herzig hat den Maxi jetzt auch gerade noch überholt, also da scheint irgendwas gewesen zu sein. Siehst du, da hinten noch ist der Maxi auf einer weiten Linie. Da hat er ein paar Positionen an der Ende Startziel, Eingang Mercedes Arena verloren. So, auch Daniel Streblow ist vorbei. Und jetzt gucken wir mal, was ihm da widerfahren ist. Der Angriff auf den Ostaschewski. Und da setzt er sich auch gut daneben. Das ist fast... Ah! Okay. Ah. Hier geht's dann ab. Genau. Und da verliert er die ganzen Positionen. Gut. Dann hat sich das aufgeklärt. Nee, da wollen wir eigentlich nicht hin. Wir wollen eigentlich hier so um die 4. Position. Weil da brennt's. Wie ich es vorhin so gesagt habe. Also 4 bis 8. Hier ist immer was los. Ja, Abstände sind Platz 6, 7 und 8 und 9, alle innerhalb von 1,5 Sekunden. Ja.
Ja, und auch dahinter, die Gruppe ist interessant. Gucken wir mal, 5 Autos innerhalb von 1,5–2 Sekunden. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier den Klassiker sehen oder ob Mike Panosche hier mit Bügel 1 fährt. Das Auto überbremst, hat wirklich in, so wie das Heck kam, hat er es gegengesteuert und hat das Auto halten können. Man konnte richtig spüren, wie die Augen immer größer werden, ja, so aus den Augenhöhlen traten. Ja. So dieser kurzzeitige Hitze, diese Hitzewallung, die man hat, auch wenn man selbst unterwegs im echten Auto ist und einfach so auf der Autobahn so für einen Moment irgendwie so eine Situation hat, erschrickt einfach. Dann, jedenfalls mir geht es dann so, dann läuft dann da immer so ein heißer Schauer durch den Körper. Ja, das könnte beim Fred eben auch gut so gewesen sein. Ja, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass der Christian da vorne nicht wegkommt. Der Mario hängt da richtig dran. Das sind die ersten 4, die wir hier sehen. Die ersten 4 innerhalb von 1,3 Sekunden. Das ist doch grandios, oder? Das ist mehr als grandios, zumal ja der Christian schon 1,5 Sekunden Vorsprung hatte. Also so, ne, der war ja eigentlich schon weg, weit weg aus dem Windschatten und also bot kein Windschatten mehr für die Verfolger. Das Irre ist, dahinter haben wir noch eine Gruppe, also von Platz 5 bis Platz 9, die sind auch innerhalb von 1,5 Sekunden. Ja, genau. So, aber das ist jetzt wirklich hier schwierig. So, da haben wir den nächsten Pulk, angeführt von Phil Ostaszewski, dann René Herzig, der wieder ein bisschen nach vorne gekommen ist, der war ja schon mal Elfter. Micha Würz, Maxi Wolter und Daniel Streblo. Ich glaube, die beiden haben sich hier richtig lieb. Wechseln ja die Positionen noch und nöcher. Und da versetzt das Auto hier von Daniel Streblo. Verliert so ein bisschen Anschluss gerade. Gucken mal wieder ein Stück weiter nach vorne. Ja, und hier sieht man mal so die Abstände. Jetzt kommt der andere vom René. Der ziemlich gut aus der letzten Kurve rausgekommen ist. Das ist mal Bremsen auf der letzten Rille hier. Aber er hat das Ding voll im Griff und macht auch gleich die Linie zu. Sauber also gemacht. René Herzig, ganz sauber, ganz sauber. René Herzig jetzt auf 5. So, und wer ist denn das hier? Micha Würz, genau. Der macht hier Alarm. Und jetzt kommt auch der Maxi Wolter da von hinten ran. Vorne ist alles beim alten Rückert vor Chili, Kolosche und Dunkel. Immer noch innerhalb von 1,5 Sekunden. Genau. Ja, so macht's Spaß. Absolut. Lassen wir uns mal die erste Runde hier uns nicht den Spaß davon verderben. Oder den Rennstart, besser gesagt. So, René kann sich wohl ein klein wenig absetzen. 1,2, 1,3 Sekunden Vorsprung vor Phil Ostaszewski. Dafür kommt der Dennis von hinten, um wieder eine Vierergruppe rauszumachen. Ja. Dennis, du Ferkel. Ah, hier der Angriff von Würz. Oh. Ah, sie lassen sich Platz, das ist so toll. Ja. Aber Halleluja. Julia Sogi. Habe ich gerade eben in Fingern gehabt, ein Münchner im Himmel. Ja. Der nächste Versuch vorne. Ja, gehen wir auch direkt hin. So, ich glaube, Ostaszewski. Oh, da kommt der! Was macht der denn da? Was? Der sieht die Lücke und hält da auch rein. Zumindest cooles Manöver von Maxi. Ja, ja. Und hier der andere von Dennis. Und ich glaube, der arme Micha Würz, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht gerade. Oh, Dennis! Dennis! Da ist die Strecke zu Ende.
Dennis musste einmal lupfen, weil der Maxi ihm da im Weg war. Und dann hat er Michael ja. sofort seine Position wieder zurückgewonnen. Ja. Aber das ist doch herrlich, oder? Ja, das ist sehr geil. Echt, da guckst du da auf Wirtz aus der Chefski, das ist schon eng und da fährt eben noch einer durch. Echt, ja. Unglaublich. Also wo immer er diese Lücke gesehen hat, es kann nur an einem Sehfehler gelegen haben, aber es hat funktioniert. Weil da war keine Lücke, also das war so ein... Ja. Grandios. Hoppala, hoppala. Uiuiui, wilde Linie hier von Michael. Ja, ja. Ich denke mal, das kostet ihn jetzt auch die Position. Genauso ja. ist es. Dennis Erner ist vorbei. Jetzt auf der 8. Und vorne ist Fred Donke vorbei und mein Kolosche. Jetzt sind es auch 2 Sekunden, die ersten 4. Ja, geht gar nicht, ne? Geht gar nicht, ja. Dennis Erner ist auch noch vorbei an Maxi Wolter, zumindest kurz. Der hat direkt wieder gekontert. Trotzdem gehen wir jetzt mal ganz nach vorne, weil der Rückert muss wirklich alles zur Hilfe nehmen, was ihm an Fülle zur Verfügung steht, um die Fahrbahn zu füllen. Weil der Chili derart drängt. Ja, der Fred ist auch direkt rangeflogen. Der hatte gerade 1,5 Sekunden Rückstand. Wahrscheinlich ja. durch das Überholmanöver. Das sind die ersten 4 und sie sind jetzt innerhalb von 1,3 Sekunden. Es ist Wahnsinn. Und wir sind hier nicht in der ersten Runde. Nein, wir sind schon in der Hälfte des Rennens. Ja, genau. Ah, im hinteren Feld hat sich dann wieder ein bisschen was getan. Dennis Erner ist zurückgefallen auf die 9. Maxi Wolter auf der 8 mit einem bisschen Rückstand auf Michael Wirtz. Ja, das ist immer noch die Truppe hier. Außer dass, ja. Ja, es ist eine andere Truppe. Es ist ja wie von hinten der Tom Krüger und der Dirk Sassmannshausen da angefahren und der Andreas Braun. Ja, das sind jetzt noch ein paar mehr geworden, das ist richtig, ja. Vorne, weil wie gesagt, der René Herzig, der ist weg. Und Phil Ostaszewski hat, ja, 1/2 Sekunde, aber der Abstand zwischen Micha Wirtz und Maxi Wolter ist auf 1,5 Sekunden angestiegen. Also da muss es vielleicht eine kleine, aber wirklich Abstand ist das auch noch nicht. Und das ist hier der Battle für die Pole Position. Richtig, richtig. Tom Krüger steht momentan auf der Pole fürs zweite Rennen. Ja, der Fred hat hier eine richtige Leistungsexplosion erlebt, wenn man das so sieht. Definitiv, ja. Und jetzt kommt der Angriff vorne. Oh. Oh, Christian macht sich breit wie der Stratner. Entschuldigung, ich sitze hier einfach den Mund auf und staune. Ja, das ist wirklich sensationell. Mal wieder. Ja, geht kein Weg vorbei für Mario. Der Christian hat das hier super im Griff. Aber es sind ja auch noch 7 Runden. Ja. Ja, und letztes Mal war es auch so, in der letzten Runde. Hat's dann gepasst. Hallo? Natur ist hier ein bisschen. Oh Leute, ey, jetzt hört doch mal auf, mir hier zu texten. Ja, jetzt kann der Christian sich ein klein bisschen lösen. Der Fred erhöht den Druck auf den Mario. Jetzt außenrum der Angriff, aber das passt nicht.
Müsste schön sehen, die ersten 5 alle mit 1,58er Zeiten in der letzten Runde. Mal schauen, wo jetzt die Reise hingeht. Christian super schnell mit einer 1,57,6. Und dann von Platz 2 bis 5 wieder 1,58er. Und danach geht es dann 59 und 2 Minuten. Also die ersten 5 setzen sich ein bisschen ab. Der René hat leider noch ein bisschen Rückstand zu dieser Vierergruppe. Und wird da auch nicht rankommen, wenn die weiter in so einen Speed fahren. Ja, und die fahren ja auch alle 50, 58er Zeiten. René in der letzten 59,0. Da war er sogar eine Sekunde langsamer als der Mike Kolosche. Also, er ist nicht schneller als diese Gruppe hier. Von daher hast du völlig recht, da wird es wohl eher schwierig, daran zu kommen. Das ist irre, wenn man sieht, wie eng die hier miteinander fahren, wie die wirklich hier im 2-4-3-Kampf sind und trotzdem so schnell. Das ist Wahnsinn. Und was mich total freut, ist, dass der Phil hier seinen 6. Platz, also vor diesem Pulk, gut verwalten kann. So, hier wird es natürlich jetzt, ja, Maxi tut mal wieder Wollen verteilen. Aber Platz 10 ist lange noch nicht sicher. Tom Krüger ist da momentan noch drauf auf der Position, aber Dirk Satzmannshausen und Andreas Braun sind hier in Schlagweite, in Schlagdistanz, in Reichweite. Wollen wir meinen Lieblingsschwaben auch mal zeigen. Genau. Und was da vor ihm fährt, das ist Tom Krüger. Das ist die Pole Position. Genau. So, jetzt wird es aber auf der 8 ganz eng. Genau. Ja. Super eng. Muss er wieder zurückstecken, der Maxi. Da war er schon mal kurzzeitig vorbei. Ja, die ersten 4 immer noch innerhalb von 1,7 Sekunden. Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Also das hat man auch schon lange nicht mehr. Gut, dass der Christian diese Attacken von Mario Schidi hat abwehren können über noch 7, 8, 9 Runden lang, das ist natürlich ziemlich cool. Und jetzt hat er erstmal, ja, den Abstand. Ist da jetzt gerade einer ins Grün gefahren oder habe ich mich verguckt? Ich habe da auch was gesehen, ja. Maxi Wolter fällt zurück. Jo. Ja, der Maxi war es. Ja, also ist aber wieder unterwegs. Also so schlimm war es nicht. Hat nur ein paar Plätze verloren. Ist jetzt auf der 11. Ja, naja, gut. Vorher war er irgendwie 9. oder so. Oder 8. Aktuell hat damit Dirk Satzmannshausen die Pole. Ach! Mensch. Da hat der Tom Krüger jetzt so hoch gepokert. Ja gut, er ist ja auch noch in der ersten Startreihe, also da wäre das. Ja, gut, so langsam fahren sie da wieder ran. Ich denke mal, der Mario hat auch ein bisschen einfach mehr damit zu tun, dass er den Fred ständig im Getriebe hat. Besser gesagt, im Diffusor. Und immer mehr nach hinten gucken muss, als er sich ja nach vorne orientieren kann. Ja, in der letzten Rundenzeit war der Christian wieder 2 Zehntel schneller als der Mario. Oh, Michael Wirz fällt zurück. Eieieiei, was ist da denn wieder? Auf die 12. Auto schief? Das Auto ist schief. Er hebt, ja. Er hebt vorne das Beinchen, jetzt geht's wahrscheinlich geradeaus, oder? Ah, nee. Aber wirklich gerade ist das Auto nicht mehr. Nein. Also da qualmt alles. Ich hatte auch Mörder untersteuern. Ich würde sagen, vorne rechts ist da irgendwas
im Argen. Ja, sieht schwer aus, ja. So, wir gucken mal, was ihm hier passiert ist. Er ist hier rausgerutscht. Ach. Aber ohne Fremdverschulden. Oh, da hat er hier den rechts, das Stück, ja, das ist die Leitplanke, die da beginnt, getroffen. Und da wird er sich wohl auch rechts vorne das Rad kaputt gefahren haben. Also mindestens einen Platten, eventuell sogar die Aufhängung kaputt. Sehr ärgerlich. Ja. Damit steht Maxi Molter auf der provisorischen Pole, der gerade aber auch mächtig Druck auf den Dixasmus zu Hause macht. Aber gut. Ja. Dennis Erner geht gerade vorbei an Phil Ostaschewski, 6 und 7. Wobei der Maxi durchaus in der Lage wäre, den zweiten Lauf dann auch zu gewinnen, wenn er von dem Pool starten kann. Wenn er fehlerfrei bleibt, ja. Ja, und er keinen Blödsinn macht, ja. Vielleicht sollte man ihm so zwei Ghost Cars einbauen, vor ihm fahren. Ach, guck dir mal die Vierergruppe an, hast du das gesehen im Hintergrund, entschuldige. Das meinte ich. Guck dir das an. Ja, da geht's irgendwo in die Box. Ja. Wir streifen den Gegner an der Leitplanke ab. Danach sah das jetzt gerade aus. Ja. Das ist doch unglaublich. Was machen die da? Jo. Ja, vier Autos, vier Linien und alle am Ende der Kurve wieder zusammen. Genau. Und Andreas Braun ist erstmal Zehnter. Der Dirk hat die 10. Position wieder abgegeben. Irgendwie ist der immer zu lieb. Der Dirk ist einfach zu brav. So, hier gibt's auch mal ein bisschen Lackaustausch. Das geht aber völlig in Ordnung. Das, was wir hier sehen, ist wirklich der Kampf um die Pole Position. Ja. Das sind die Plätze 9, 10 und 11 innerhalb von 2 Zehnteln. So sieht's aus. Und ihr glaubt gar nicht, was hier alles geht hier in den Kurven, mit wie vielen Autos man hier nebeneinander fahren kann. Da hätte auch noch einer hingepasst. Jetzt ist der Moment. Tom durchgereicht worden von der 9 auf die 11. Wobei man ja auch klar sagen muss, Maxi hat jetzt dadurch natürlich ein bisschen Luft gekriegt. Er ist alles andere als weg, aber zumindest muss er jetzt nicht permanent im Rückspiegel gucken. So, Daniel Streblow haben wir gar nicht mitbekommen, ist ausgefallen. Und in Runde 5, also 6 Runden ist er gefahren. Nee, 5 Runden ist er gefahren, hat er beendet, also in Runde 6 ist er ausgefallen. Jetzt kommt der Angriff vom Tom. Er wird abgeblockt vom Andreas. So, Dirk auf Platz 9. Von 11 auf 9. Ja, was ein Wahnsinn hier. Ja, und vorher die ersten 4 immer noch innerhalb von 1,5 Sekunden. Mhm. Richtig. Ja. Und aber, 2 Runden nur noch. Aber in unveränderter Reihenfolge, das muss man noch dazu sagen. Da machen die Jungs das hier hinten besser. Die wechseln ständig die Position. Genau. Andreas Braun. Ah, genau. Auf die 10 gefahren. Und der Tom kontert. Und ist damit wieder auf der Pole. Und jetzt ist der Andreas wieder vorne. Ja, ja. Alter. Oh, da gab's eine Berührung. Schade. Ja. Da hat er mal ein bisschen mitgegeben. Da war ein bisschen zu. Aber gut, das ist. Ja. Hätte wahrscheinlich jeder andere auch so gemacht. So, jetzt liegt es am Dirk, ob er hier das jetzt verwaltet kriegt. Gut, schade ist natürlich jetzt, dass die jetzt hier auseinander sind. Aber wir haben ja noch so eine Truppe hier vorne. Wobei der Christian jetzt eine knappe Sekunde rausgefahren hat. Wird sich aber beim Anbremsen eigentlich wieder zusammenschieben. Ja, das ist keine Sekunde mehr. Na. Genau. So, wenn man sich das Timing anschaut, sind die Abstände durchgehend 6 Zehntel. Variierend.
Letzte Runde. Jetzt schauen wir, ob der Christian seine Nerven im Griff hat. Ah ja, also an Nerven liegt es mit Sicherheit nicht bei ihm. Jedenfalls wird er nicht aus Nervosität das Rennen wegwerfen, höchstens aus Unkonzentriertheit. Oder durch Ablenkung. Ja, die hat ja genug im Rückspiegel. Ja, ich meinte eigentlich externe Ablenkung. Also kommt jemand ins Zimmer oder... Ja. Ja, wir können auch ganz entspannt hier bleiben. Das engste Duell sind tatsächlich die ersten vier und das in der letzten Runde. Richtig. So, und der Wirt, der Chili ist hier dran und versucht es nochmal. Tut hier alles. Und momentan wird er auch einigermaßen in Ruhe gelassen vom Fred Donkel. Geht volles Risiko hier. Allerdings weiß Rückert auch, dass es hier keinen Weg vorbei gibt. Ja, und Donkel ist jetzt wieder dran. Aber ich denke mal, jetzt wird er nicht mehr nach hinten gucken. Ja, letzte Möglichkeit jetzt hier, wenn der Christian den Bremspunkt trifft. Nee, hat er keine Chance mehr. Den kann er jetzt nur noch im Po fahren. Das macht er aber nicht. Und auch über diesen komischen Buchsel da drüber. Auch wenn es ja unruhig wurde. Ja, nee, keine Chance. Hier ist kein Ausbeschleunigen mehr möglich. Wow, ja super. Herzlichen Glückwunsch, Christian Rückert. So, die ersten vier sind jetzt schon im Ziel. Ja, Mario Schiele auf der 2, Fred Dunker auf der 3 und Mike Kolosche auf der 4. Also unglaublich, 2 Sekunden im Ziel nach 14 Runden. René Herzig hat sich dann auf der 5 gehalten, einsames Rennen zum Schluss. Auf der 6 in einem sehr bewegten Rennen der Dennis Erner. Aber bewegt war das von da an, glaube ich, bei jedem hier. Phil Ostaszewski auf der 7, direkt dahinter. Gefolgt von Maxi Wolter, der, glaube ich, bis auf Position 4 alles innehatte oder sowas. Ich weiß es nicht. Dirk Sassmannshausen auf der 9 und Tom Krüger schafft es, sich auf die Pole Position zu stellen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er gleich das zweite Rennen angehen wird. Andreas Braun verpasst diese knapp auf der Position 11. Edgar Ostermann, vorgefahren, wenn er jetzt gleich ins Ziel gekommen ist, wieder bis auf die 12. Der war ja direkt am Anfang zurückgefahren durch einen Boxenstopp. Letzte Kurve, dann ist er auf Platz. Boah, das war wieder so knapp an der Leitplanke. Dann ist er auf Platz 12 im Ziel. Er hat im Schlepptau den Lars Borkowski auf der 13, gefolgt von Michael Wirz, der sich wahrscheinlich fürchterlich ärgern wird. Oh ja. Er hatte einen guten Platz in den Top 10. Eigentlich sicher. Rico Herzig auf der 15 und Steffen Streplow wird dann auf der 16 ins Ziel kommen. Daniel Streplow ist ausgefallen. Ja, genauso wie Kurt Müllenberger disqualifiziert, genau. Jo, was für ein Rennen, oder? Ja, das kannst du mal laut sagen. Eigentlich braucht man kein zweites mehr. Und wer braucht da 40 Autos, also ganz ehrlich. Das ist wirklich wahr. Da hätte, ja, die hätten wir gar nicht zeigen können. Nicht mal im Schnelldurchlauf. So, der Break betrifft jetzt nur das Umschalten in die nächste Session. Gut, ich lese hier gerade vom Kurt, der scheint total erkältet zu sein und schreibt, vor lauter Husten kann ich mich nicht konzentrieren, das lässt kein Rennen zu. Gut, dann wünsche mir auf dem Weg einfach mal gute Besserung. Genau. Und hoffentlich wieder beim nächsten Rennen mit dabei. So, wollen wir mal gucken. Was ist denn das für ein Logo? Ja, das einzig Schöne. Ja, das war da irgendwie noch drin. Ich hatte keine Zeit mehr, das noch zu ändern. Gut, ich trinke mir an der Stelle mal eben kurz aus. Ja.
bin dann genau. wieder da. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass das hier gleich wieder umschaltet. Der René hat das ja ganz gut im Griff jetzt, und der Enrico mit dem Server, das Tools, wie man die Startaufstellung wieder einstellt und so weiter und so fort. So, ich kann dann schon mal sagen, wie die Startaufstellung im zweiten Rennen sein wird. Tom Krüger und Dirk Sassmannshausen stehen in der ersten Startreihe auf Position 1 und 2. In der zweiten Startreihe auf 3 und 4 Maxi Wolter und Phil Ostaszewski. Dahinter Dennis Erner und René Herzig in der dritten Startreihe. Vierte Startreihe für Mike Kolosche und Fred Donke und Mario Schili und Christian Rückert dann in der fünften Startreihe auf 9 und 10. Genau, und dann geht es ganz normal weiter, so wie der Zielanlauf eben war. 11, Andreas Braun, 12, Edgar Ostermann, 13, Lars Bukowski. Michael Würz auf der 14, Enrico Herzig, 15, 16 für Steffen Streblo, 17, Daniel Streblo. Der Kurt wird wohl nicht nochmal an den Start gehen, denke ich mal. So, irgendwas hat umgeschaltet. Das heißt, wir können wieder auf die Strecke gehen. Haltet weiter. Ja, dann lassen wir das jetzt mal so. So, wir sind im Warm-up angekommen. Und die Ampeln sind auch auf grün. Genau. So, dann wollen wir mal schauen. Und Krüger ist auf der Strecke, sehe ich. Ah, da kommt auch der René raus. René Herzig. Ja, hoffen wir mal, das war ein ähnlich spannender Lauf. Den jetzt wie im ersten, also das war ja schon mal sensationell, was da ging. Auf den Rennstart können wir, auf eine Wiederholung des Rennstarts im ersten Lauf können wir, glaube ich, verzichten. Aber ansonsten geht hier sicherlich einiges. Tracks stehen jetzt hinten. Und, was heißt hinten? Von Platz 10 ab.
aufwärts und ja, dürfen wir mal, ganz neugierig. Ja, wie gesagt, momentan gibt es nicht wirklich was zu erzählen. Man sollte sich tatsächlich mal ein, zwei, drei Musiktitel in entsprechender Länge zurechtlegen, die man hier einspielt. Ja, Nürburgring. Ich hab's mehr oder weniger prophezeit. Es ist tatsächlich immer ein Garant für tolle Rennen. So, das haben wir heute. Ah, ist gut. Okay. Jetzt aber keine Geschichte vorlesen, oder? Nein. Gut. Ich gehe jetzt aber trotzdem eben kurz rüber. Ich möchte mal ein Zwischenfazit vom Christian haben nach dem ersten Rennen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ja. So, also. Christian Rückert macht jetzt. Nee, warte mal, das ist ja. 1, 2. 3, 4, 5. Er macht das Sechstel. Also das Sixtet macht er hier voll, wenn er jetzt den Lauf auch noch gewinnt, weil er hat das erste Quali gewonnen, das zweite Quali gewonnen, das erste Warm-up gewonnen, das zweite erste Rennen gewonnen. Jetzt ist er auf mit der schnellsten Zeit im zweiten Warm-up und wenn er jetzt auch noch das Rennen gewinnt, hat er 6 erste Plätze innerhalb von 1,5 Stunden eingefahren. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Aber gut, da hat er jetzt noch ein Stück des Weges, weil er startet von der 10. Position. Vor ihm sind Leute, mit denen hat er sich jetzt 14 Runden lang richtig gebettelt. Nämlich Majoschili, Fred Donke und Maiko Losche. Hier. Das ganze Rennen im Abstand von 1,5 Sekunden gefahren sind. Zu viert. Also vom ersten bis zum vierten der Abstand. Also hammerhart. Und ja, wir sind mal gespannt, was die uns jetzt hier im zweiten bieten, wenn sie sich erstmal durch Top 10 pflügen müssen. Wobei da natürlich der Kolosche am weitesten vorne steht und hier einen Start hinlegt, vielleicht ein, zwei Plätze gut macht. Dann ist das mal eine halbe Miete, dass er die Pace hat, das Rennen zu gewinnen. Das haben wir im ersten Lauf gesehen. Er war wirklich bis aufs Zehntel genauso schnell wie
wie der Rennlaufsieger, wie der Christian Rückert. Und jetzt sind wir, haben wir umgeschaltet ins Rennen. Das heißt, wir sind hier ziemlich cool genau im Zeitplan. Ich glaube, wir sind sogar noch ein bisschen schneller. Ja, da bin ich wieder mit meinem Zwischenfazit vom Christian und auch vom Maxi. Die waren ja beide, dann sind ja in einem Team. Dementsprechend auch beide in einem Channel. Also der Christian ist noch total geflasht, gehypt, das mal so darzustellen. Also total begeistert. War ein bisschen überrascht von dem Speed von Mario und von Fred. Aber es hat irgendwie geklappt, mich da bereit zu machen. Hatte so zwei, drei kleine Fehler drin und ein bisschen zu viel Sprit dabei. Aber ich denke, die werden es hier nochmal ein Feuerwerk abrufen. Und Maxi war ganz zufrieden mit seinem Rennen, hatte so gute Startposition, will Punkte fürs Team sammeln, wo sie ja schon relativ deutlich führen. Aber wie du vorhin schon sagtest, in der Teamwertung ist da noch einiges möglich. Und ich bin ja einfach sehr gespannt, was da noch kommt. Ich sehe gerade, war ein bisschen abgelenkt, der Tom hat tatsächlich ein RSA-Logo vorne auf dem Auto. Finde ich gut. Sehr schön. Ja, ne? Ja, versprechen auf jeden Fall wieder Spannung für den zweiten Lauf. Du hast ja gerade schon kurz was zu der Startaufstellung erzählt. Also es stehen jetzt keine langsamen Jungs vorne. Das wird hier eine Aufgabe für alle. Ja, definitiv. Ich habe eben schon so ein bisschen drüber sinniert, was dann Rückert, Billy, Donke und Kolosche jetzt hier veranstalten müssen. René Herzig steht auf Platz 6, also vor dieser ganzen Truppe. Und es wäre balsam für ihn, wenn er diesen Lauf hier gewinnen könnte. War deutlich vor Christian Rückert. Dann könnten wir beim nächsten Rennen vielleicht nochmal davon reden, dass er noch minimale Chancen hat. Also nicht mehr nur theoretische, sondern dann schon wieder minimale Chancen hat. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde das noch deutlicher auf den Punkt bringen. Wenn der René es jetzt nicht schafft, hier wirklich ein gutes Ergebnis vor den Christian Rückert und Mario Schilly, Fred Dunke und Michael Losche ins Ziel zu bringen, dann ist das deutlich hinter seinen Ansprüchen, die er selber haben muss, aufgrund der Zeiten, die er fahren kann. Ja. Dann scheitert er in dieser Saison wirklich an seinen Nerven. Das wollen wir ja nicht und deshalb gehen wir mal davon aus und drücken ihm die Daumen, dass er hier ein schönes Rennen hinlegt und mal ein richtig gutes Ergebnis raushaut. Das hoffen wir mal schwer. Wenn nicht, ich sehe ihn den nächsten Samstag, da werde ich immer wieder euch den Kopf waschen. So, die Herrschaften sind unterwegs. Waren jetzt in die Startaufstellung, dann gibt es die Formation Lab und dann sollte das hier eigentlich vorwärts gehen. Das Mannshausen auf der 2. Ja, Wahnsinn. So, und da kommt der Polsetter. Krüger hat man die ganze Zeit auch schon im Bild. Da spürt man richtig, wie er es genießt, durch die ganze Startaufstellung zu fahren. Ja. Lab hat begonnen. So, Platz 1 für Tom Krüger. Auf der 2 haben wir den Dirk Sassmannshausen. Auf der 3 Maxi Wolter. Auf der 4 Phil Ostaszewski. Platz 5 Dennis Erner. Auf der 6 René Herzig. Auf der 7 Mike Kolosche. Auf der 8 Fred Dunkel. Auf der 9 Mario Schili. Auf der 10 dann Christian Rückert. Und das wird... Oh, der hat Club falsch geschrieben. Ich glaube, beim FC Nürnberg, da schreibt man, glaube ich, G-L-U-B-B. Ja.
Andreas Braun auf der 11, auf der 12 Edgar Ostermann. Platz 13 für Lars Pokowski, 14 für Michael Wirtz, Platz 15 für Enrico Herzig, 16 Steffen Striblo, 17 Daniel Striblo. Ah ja, der war ja ausgefallen, genau. Und Simmers TV, ja, die warten noch ein bisschen. Die sind so schnell, die können uns mal ein paar Runden Rückstand, Vorsprung gewähren. Genau. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was der Tom hier macht, ob er seine Nerven im Griff hat, ob er einen guten Start hinnimmt, wenn die schnellen Jungs dann natürlich irgendwann von hinten. Aber irgendwie fährt er jetzt schon Rennen, hat man so den Eindruck. Wird schnell hinter sich bringen, ja. Ja, genau. Nützt aber nichts, weil auf den letzten musst du eh warten. Und das zieht sich, wie man sieht. So. Das sind eigentlich so die schönsten Bilder überhaupt, wenn die hier nochmal ihre Reifen warm machen. Kommen sie aber doch alle recht zeitnah in die Startaufstellung. Genau. Außer Dennis Erner, glaube ich. Das hier vor. Ob schon. Der hat noch auf der Suche nach seinem Startplatz. Oh, das dauert lange. Richtig. So, jetzt geht's aber rund. Da sind die Ampeln. So, auf geht's. Und Tom Krüger kommt. Ja, doch, er war eigentlich nicht so besonders gut unterwegs. Weil Dirk Sassmannshausen hat ein bisschen viel Spin. Und verliert. Dennis Erner auf der 2. Und Dennis wird abgeschossen. Oh, nein, nicht nur Dennis. Nicht nur Dennis. Tom ist auch noch getroffen worden und hinten geht's schon wieder ab. Oh, es ist doch sehr ärgerlich. Mann, Jungs. Nee, das ist jetzt hier großer Käse. So, das gucken wir uns jetzt nochmal an. René Herzig auf der 9. Also total ist durcheinander überall. Ich weiß jetzt nicht genau, was die jetzt hier. Jetzt guck dir das an da. Das kann ja nicht gut gehen. Wer ist das hier? Das ist. Ups. Jürg Sassmannshausen. Ja. Trifft hier den Dennis Erner. Gibt den quer. Der reißt den Tom Krüger weg. Innen drin geht noch der Ostaszewski mit durch. Ups. Ja, das Jo. René hat es auch noch erwischt. Ja, da fährt auch. Ja, die fahren jetzt hier alle rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht jetzt vielleicht Gelegenheit wäre, hier eventuell einen Restart zu machen. So. Ja. Witzigerweise, Tom Krüger hat sich aber irgendwie vorne gehalten und... So, da müssen wir jetzt hin. Genau, Maxi Wolter führt. Und der Fred holt sich gerade den zweiten Platz vom Tom. Und den, auch den ersten vom Axi. Das war ja mal ein cooler Move. Dann verwandert deine Maus. So, jetzt. Ja. So, Fred Trunke führt das Ganze an. Hat in zwei Kurven zwei Autos überholt. Oder mehr oder weniger in einer. So, dann haben wir Maxi Wolter, wie gesagt, auf der 2. Tom Krüger auf der 3.
Maiko Losche auf der 4. Platz 5 für Mario Schili. Maiko Losche auf der 3. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht. Ja, dann brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so wirklich hier durchschalten. Das wird sich hier permanent ändern. Oh. Ja, aktuell ist unglaublich viel Bewegung drin. Wir haben wieder unglaublich enge Abstände. Wir sollten mal vielleicht zur 9 gehen. Den Christian, den wir vorhin so relativ wenig gezeigt haben, weil der hängt nämlich direkt im Diffusor vom René Herzig. Der natürlich durch diesen Start, Zwischenfall, seine ganzen Ambitionen, irgendwie ein gutes Ergebnis einzufahren, mal direkt irgendwie ja, an den Haken hängen konnte. Schade, sehr schade. Beiden Meisterschaftskontrahenten. Eieieiei. Ja, überall wieder diese Grüppchenbildung. Überall nur 2, 3, 4, 5 Zehntel Abstand eigentlich durchgehend. Wenn die ersten 16 Autos innerhalb von 12 Sekunden, das ist noch sehr, sehr eng. Tom Krüger gewinnt gerade mal vorne Platz. Mario Schili fährt zurück. Ein bisschen Probleme hat in der Schikane. Und der Edgar geht jetzt auch vorbei. Tom Krüger fährt jetzt richtig zurück. Ja, richtig ist gut. Zwei Plätze. Jetzt noch einer. Wollte ich nicht unterbrechen. Ja, entschuldige. Was ist das? Jetzt guckst du dir das mal an. Edgar einen nach vorne, Mario einen nach hinten, Tom wieder einen nach hinten, Christian einen nach vorne. Junge, 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 Junge. Rückert, wer ist da jetzt dazwischen? Tom Krüger, Tom, der hier gerade durchgereicht wird. Unser Polsetter. Muss ich jetzt dem... Ja, er gibt sich noch nicht geschlagen. Er bleibt jetzt wohl noch... Nee, Rückert geht nach innen. Oh, und Tom kommt sehr weit draußen, verliert auch noch einen Platz an Dennis Erner. Oder? Nee, noch nicht. Ja, doch, Dennis ist vorbei. Aber jetzt ist der René... Ist der... Ich sag mal, ja, der hängt da so ein bisschen fest. Oh. Guck dir das an, das sind hier das 6 ist ja Autos. Der Oberbrüller hier. So, jetzt ist gerade mal der Christian Rückert... Ein bisschen... Da kann man nicht nebeneinander durchfahren, das geht nicht. Ja, das geht schon. Dennis Erner ist vorbei an Christian Rückert. Oh, der Tom kommt von ganz hinten und... Boah. Jo. Und Christian Rückert ist Zehnter. So, und jetzt ist der Daniel Streblow dran. Und auch der geht vorbei. Ja, Christian war ein bisschen zu aggressiv am Gas, das Auto hat einmal kurz gewackelt. Und direkt wieder der Angriff von Christian. Und wieder vorbei. Ja. Tom ist auch mal wieder zwischendurch und sagt vorne, guck dir das dahinter an. Das ist doch einfach, was ist denn hier los? Vorne ist alles noch beim Alten. Fred Dunkel von Maxi Wolter, Michael Losch und Edgar Ostermann. Und René Herzig hat 2 Sekunden Rückstand auf Mario Schili. Oh, Tom verbremst sich und Christian geht vorbei. Ja. Ich glaube, der braucht jetzt mal eine Pause. Der musste mal Luft holen. Kann er nicht. Der nächste kommt von hinten. Und ja, die nächsten fünf. Ja, da ist er ja gerade erst vorbei. Guck dir das dahinter an. Die fahren wieder zu dritt nebeneinander. Ja. Ja, auch der Enrico ist jetzt einigermaßen gut bei der Musik. Der größte Abstand, den wir im ganzen Feld haben, ist Fred Dunkel auf Platz 1 zu Maxi Wolter mit 4,5 Sekunden. Ja. Und weil Platz 2 bis Platz 5 sind wieder innerhalb von 1,5 Sekunden.
Upsala. Oh, Ostaszewski war das, glaube ich. Ganz wild, ja. den war es wohl mitgenommen. So, René Herzig sieht den Mario Schivi schon recht deutlich. Und ist noch etwas über 1,5 Sekunden, die er Rückstand hat. Dennis Erner hat auch Luft, genauso wie Christian Rückert. So, aber danach geht es hier rund. Platz 9 für Tom Krüger, den Daniel Streblow. Und der wird jetzt angegriffen von Micha Würz. Bleibt aber sinnigerweise in. Ups, und kriegt eine mit von Enrico. Ja. Ja. Der Phil ist diesmal nicht so glücklich hier. Lass uns mal ruhig auf die 3 gehen. Ich glaube, da wird es gerade richtig eng. Könnte man so sagen. Ja. Kolosche war da schon mal vorbei. Jetzt ist Wolter wieder durch. Genau, da war Maxi Wolter, Michael Losche, Edgar Ostermann, Mario Schili. Innerhalb von... ihr seht's. Von einer Bildbreite. So, jetzt könnte es passen. Hier ist er deutlich besser rausgekommen, aber die nächste ist eine Linkskurve. Oh, Maxi, und das passt. Auf das der Bremse. Das passt. Ich habe eh das Gefühl, dass der Maxi die ganzen Jungs hier so ein bisschen aufhält. Und guck mal, was der Kolosche gleich für einen Vorsprung raus hat, nur weil der Maxi da einen kleinen Fehler gemacht hat. Was war das denn? Lag? Sind wir im Replay oder was? Sah auf jeden Fall komisch aus. Nee, ist kein Replay. Mario Schili hat ein Problem, definitiv. Er ist weg vom Fenster. Das sieht mir nach einem Disconnect aus. Ja. Jetzt ist er wieder da. Jungs denn da? Der hat geleckt. Der hat geleckt, definitiv. Der war auf einmal wieder da. Ah, der Edgar ist da irgendwie dem Maxi hinten drauf gefahren. Warum auch immer. Sah einfach sehr, sehr merkwürdig aus. Wir gucken das nochmal. Wen haben wir denn hier? Edgar Ostermann, Mario Schili. Und hier hat der Schili einen Leck. Nimm mal einen nach hinten. Und das geht. Kann ich mehr zurück. Ich bin okay. Komm ich sonst voraus? Da war er. Ah, das war seine Schuld. Nee, genau. Da kam der Kolosche hier wieder. Genau. Und der hat dem Edgar einen Schubs gegeben und dann haben sie sich hier alle verdröselt. Eieieiei. Ja, es sah mir auch zu komisch aus. In so einer Kurve fährt der Edgar nicht den Vordermann aufs Heck, weil da sind ja beide am Gas. Ich gehe mal davon aus, dass der Mike irgendwie da wieder aufgewacht ist. Also durch seinen Leck. Also irgendwas war da seltsam. Weil auch der Mike fährt da niemanden einfach so in den Pops. Also, upsala, was macht der denn hier? Das ist nicht der schnellere Weg. Mario Schili hat auch jetzt einen DNF. Ja. Also da ist irgendwas faul bei ihm. Der hat auch gar keinen Ping angezeigt bekommen. Also auch das der Fahrername da oben war gar nicht drauf. Also es ist durchaus denkbar, dass da sogar die KI im Auto saß. Das hat es auch schon gegeben. So, gut. Jetzt ist das natürlich alles ein bisschen entspannt. Ja, nicht ganz so dramatisch. Relativ eng ist es noch so. Platz 7, 8, 9 und 10. Da ist es doch genau. Auch am engsten. Aber für... das, was wir so gewöhnt sind von den letzten Runden, ist das hier schon fast langweilig. Ja, ja. Das sind ja 13. Abstand, hallo? Ja, ja. Die fahren ja gar nicht nebeneinander. Wow. Jo! Ja, sag mal, Leute, was haben wir hier heute...
Ja, irgendwie ist hier heute Vollkontakt angesagt. Bist du noch ist da? Alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, ja, ich bin noch da. Ich habe gerade ein mittelschweres Problem. Das kann ich aber jetzt hier nicht laut äußern. So, wollen wir mal schauen. Ich verstehe es halt nicht. Der Daniel war wirklich bis vor drei Saisons ein Top-Fahrer. Da waren ja die Gegner nicht schwächer oder so. Und irgendwann, gut, er hatte dann nicht mehr so viel Zeit zu trainieren. Irgendwann klappt es einfach nicht mehr und er lässt es ja immer wieder durchblicken, dass er super schnell ist. Aber er ist sowas von unkonzentriert und macht so viele Fehler. Das ist mal eigentlich, ich weiß es nicht, ob es das mangelnde Training ist oder. Das wäre nicht so der erste Ansatz. Und wenn man nicht trainiert und gerade auch die Testrennen und sowas nicht mitfährt, dann fehlt dann einfach der Rhythmus. Sowas zum Beispiel. Es wäre ihm früher nie passiert, dass er da so über den Curb drüber, wo er genau weiß, dass das Auto da versetzt an der Stelle, wenn er da so drüber fährt. Ich meine, der siebte Platz ist schon wieder mal relativ gut. Also sollte er den ins Ziel fahren. Momentan sieht es ja nur nicht nach arg viel Bewegung aus, aber er ist halt noch in der Gruppe, wo es wirklich auch gerade mal 2 Sekunden sind zwischen dem Sechstplatzierten und dem Neuntplatzierten. Den Zehnten kann man eigentlich mittlerweile schon dazu nehmen. Der Edgar hat sich da wieder vorgearbeitet. Ja, und das ist auch mittlerweile die engste Gruppe, ne? Daniel Stepe, Andreas Braun, Enrico Herzig, Edgar Ostermann. Das sind wieder die Absteller, die auch aus dem ersten Rennen kennen. Ja, nichtsdestotrotz gehen wir mal ganz kurz zum Dennis. Der versucht natürlich auch wieder irgendwie wenigstens in die Top 10 zu kommen. Ja, für ihn gehen hier alle wichtige Punkte verloren. Er ist doch noch relativ gut platziert in der Meisterschaft. Ja. Ja, es geht ja auch ein bisschen um Teampunkte, also da liegen sie ja, glaube ich, sogar noch einen Ticken besser. Jo, das dürfte passen. Nach dem Fehler, ich weiß nicht, was mit dem Filter jetzt auf einmal los ist. Das erste Rennen blitzsauber gefahren und jetzt. Ja, ging direkt mit dem Start los. Ne? Wir haben es nicht genau sehen können, er ist innen irgendwie durchgeschossen, als wäre er beim Anbremsen auf die Wiese gekommen oder drauf gedrängt worden. Und dann bist du einfach raus. Du versuchst ihn zu beißen. Oh, was haben wir denn verpasst? Schau mal auf Platz 3. René? Ja. Naja, die Aufholjagd haben wir komplett. Mal komplett negiert jetzt hier irgendwie. Also ja, das hat sich ja eliminiert durch den Vorfall da Anfang Start-Ziel. Mit Maxi Volta, Mario Schilli, naja, nichtsdestotrotz, aber ich hatte ihn jetzt einfach nicht auf dem Zettel. Wie auch immer es jetzt gewesen ist. Christian Rückert ist allerdings nur einen Platz dahinter, von daher ist das sind die Positionen, die er da gut gemacht hat, weil der Christian ist auf der Start-Ziel nach dem Vorfall noch am Maxi vorbeigefahren. Also die sind beide zusammen an dem ganzen Sprung vorbeigefahren, haben sich dadurch nach vorne gespült. Was ich eher überraschend finde, ist der Rückstand von Christian auf den René. So, aber hier geht's nach wie vor zur Sache. Und dass Tom Krüger jetzt hier noch eine super Position hält, finde ich schon mal ziemlich cool. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Dass allerdings der Daniel Streblo da noch nicht vorbeikommt, das wiederum ist das nächste Wunder. Ah,
es passt zu seinen Läufen, ne? Er war gerade im letzten Rennen davor 16., 17. Ja, da war er ausgefallen, ja. So, jetzt ist er aber vorbei. Kommt der Fehler vom Tom, ja. Ja. Und vom, wer auch immer da alles fährt, Edgar, Enrico. Ja, Andreas Braun geht auch vorbei. Oder? Der Tom hat scheinbar ziemlich Topspeed hier. Ja, kann vorne bleiben. Nur nicht vergessen zu bremsen, ja. Jetzt haben wir doch wieder eine schöne Sechsergruppe hier, oder? Ist auf alle Fälle rettet uns das so ein bisschen den Lauf, was die Spannung betrifft. So, jetzt wollen wir mal gucken, was er macht. Mit Edgar. Ja, und dann geht's. Upsala. Ja. Oh, ho, ho, jo, jo, jo. Sieht ja schon fast witzig aus. Enrico auch. Andreas Braun, Dennis Erber, alles fällt wieder zurück. Es wäre ja auch langweilig. Und ich glaube, der Edgar hat hier aber massive Probleme. Also entweder das Auto jetzt krumm oder die Reifen sind so heiß, dass er das nicht mehr halten kann. Der Enrico vorm Dennis, der mächtig Druck macht. Auf jeden Fall haben wir in dem Lauf hier deutlich mehr Zeit zum Durchatmen. Ja, also das ist, da braucht man eigentlich nur den ersten Lauf interviewen. So, gehen wir mal ganz nach vorne, der Fred hat gut 5 Sekunden, 4,5 Sekunden Vorsprung. Hier werden gerade 5,5 angezeigt, das stimmt aber nicht. War vielleicht bei der Überfahrt der letzten Zeitnahme so. Jetzt sind es auch 4,6. Ja, Mike Polosche, der 2. Und René Herzig auf der 3, der da jetzt langsam rankommt. Aber ich befürchte mal, da wird nicht so wahnsinnig viel gehen. In der letzten Runde war er 3/10 schneller. Das ist jetzt, oder 2,5 besser gesagt, das ist jetzt aber auch nicht wirklich viel. Wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass er auch noch irgendwie den Mike dann vielleicht noch überholen will. Wo er dann ranfährt, wir haben noch 4 Runden. Ja, Christian Rückert auf der 4. 5 Sekunden, 6 Sekunden Rückstand auf den René. Ich denke mal, das kann er verkraften, kann er verschmerzen. Absolut. So, und Daniel Streblow auf der 6. Ich glaube, das ist eine der besten Platzierungen, die er die Saison eingefahren hat. Wahrscheinlich auch in den letzten 2. Von Krüger auf 7. Und dicht gefolgt von Micha Würz. Auf der 9 Edgar Ostermann und dahinter Enrico Herzig. Nee, Moment, Quatsch. Enrico Herzig und Dennis Erner. Die zwei battlen sich ja nach wie vor noch. Edgar hat etwas Luft. Und der Enrico hier total mistig über den Curb gekommen und da kriegt er auch einen Stupser. Jetzt kriegt er noch einen Stupser. Eieiei. Mann.
Ja, sehr intensiv geführter Zweikampf. Ja, das kann man so sagen. Ups, ja. Da muss der Denker fahren, sonst wäre er dem Rico ins Heck geballert. Hier kommt er jetzt aber deutlich besser raus. Aber nützt ja nichts. Ja, momentan wirklich wenig Bewegung hier. Hat sich das engste Duell nie stimmt. Ja doch, ist das engste. Wir haben noch Micha Wirtz und Tom Krüger, die noch sehr nah beieinander sind. Aber ansonsten ist hier nicht allzu viel los. Ja, das ist auch nicht so eng. Mann! Tastatur macht mich wahnsinnig hier. Enrico macht ja auch einen richtig guten Job. Also der Dennis ist sicherlich ja kein langsamer und könnte, glaube ich, deutlich schneller fahren, aber er macht alles richtig. Ah, wieder die Probleme an der Schikane und diesmal ist Dennis vorbei. Ja, jetzt ist er durch. Dann denken wir mal kurz drüber nach, ob wir das jetzt gut finden, weil vermutlich hat sich das Duell jetzt aufgelöst. Dann noch nicht, aber Enrico, bremsen, nicht vergessen. Jo! Ah, er ist noch da. Hier gibt's noch Werbeflächen zu vermieten. Ups, und da war er weg. Und vorbei. Was war das denn bitte? Das müssten wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Sah komisch aus, ja. Ja, der ist einfach innen durchgefahren. Gucken wir mal, ob wir das nochmal hinkriegen hier. Das war, müssen wir mal jetzt ein bisschen spulen. Da, ja, das war schon vorbei. Ah, da. Ja, das war ein Schlenker. Ja. Jetzt haben wir es gesehen. Gut, also. Ja, dann haben wir das Spiel wieder. Schön, freut mich. Ja, wir sind in der letzten Runde. Das sollten wir auch nicht vergessen. Ach, das auch noch. Das auch noch, genau. Ja, da müssen wir jetzt auch mal schnell hingehen, weil... Ach nee. Ist gleich vorbei. Ist gerade erst... Ist gerade drüber gefahren, ist ja, genau. So. Rico jetzt wieder hier über den Abweiser. Nee, diesmal macht's Dennis. Das wäre jetzt nochmal eine gute Gelegenheit gewesen. Was war das denn? Wo wollte er denn jetzt hin? Ich habe mal eine andere Linie probieren. Ich habe mal ein GT4-Rennen gesehen hier auf dem Nürburgring, also im Real. Da war eine Viper dabei. Ist da, ich weiß nicht, der ist glaube ich das erste Mal da gefahren. Der hat in den ersten 6 Runden, wir haben dann direkt da auf dieser Tribüne gesessen, neben dem Mercedes-Turm, und dann da runter geguckt und er ist die ersten 6 Runden jedes Mal in der ersten Kurve geradeaus gefahren. Dafür hat Dennis aber, ab der 7. Runde hat er es dann geschnallt, wo der Bremspunkt ist. Also dafür war Dennis jetzt noch gut, aber das sah irgendwie so ein bisschen, es war dem ähnlich. Wir sollten zur Position 1 gehen, weil der Fred ist im letzten Sektor. Ja. Ganz kurz. Oh.
Nein, gut. Dann gehen wir da jetzt hin. So, denn das mich lässt hier. Das Ding. So, letzte Kurve für Fred Dunkel. Meine Fresse, gewinnt ja mal ein Rennen. Großartig. Ja, da bin ich ja gleich mal aufs Interview gespannt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Fred Dunkel. Überzeugende Leistung. Mit 3,5, fast 4 Sekunden Vorsprung vor Mike Kolosche. Genau. René Herzlich auf der 3, endlich mal wieder auf dem Podium. Und Christian Rückert nimmt noch eine Menge Punkte mit auf Platz 4. Direkt vor seinem Teamkollegen Maxi Wolter. Ja, Fotofinish. Ja, dann fahren sie schön langsam hier. Ja, wenn ich es Wolter gewesen wäre, hätte ich jetzt nochmal Gas gegeben. Ups. Ja, und Daniel Strebto endlich mal wieder ein versöhnliches Ergebnis hier mit der Position 6. Tom Krüger, unser Pole-Sitter, kommt auf der 7 ins Ziel. Auf der 8 haben wir den Michael Wirz. Enrico Herzig bleibt tatsächlich vorm Dennis Erner. Das war sicherlich ein schöner Zweikampf bis zur Startziellinie. Ja. Und Fedor Staszewski auf der 11. Edgar Ostermann auf der 12. Auf der 13 haben wir Andreas Braun. Lars Borkowski auf der 14, Dirk Sassmannshausen auf der 15 und ausgeschieden Mario Schilly und Steffen Strebdo. Genau. Ja, was ein Wahnsinn. Oh, hier sind schon die Tore zu. Upsala. Ja, nicht schlecht. Also natürlich, das Highlight geht ganz klar in den ersten Lauf. Da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber insgesamt, ja, bis auf die beiden Startrunden. Die erste war schon nicht berühmt, die zweite war noch mal schlechter. War das doch mal eine ganz spannende Geschichte. So. So, im Gegensatz zum letzten Mal habe ich jetzt beide Tabellen. Das ist schon mal schön. Warten wir, bis die Herrschaften sich hier eingekriegt haben. Und uns hier im Pressezentrum besuchen, wo wir jetzt gleich die Interviews machen werden. Hey, hier geht's ja schon rund. Müssen hier erstmal duschen irgendwie? Ja, fangen wir mit Lauf 1 an. Mal gucken, ist der Mario schon da? Nee. Ist er überhaupt noch da? Nein, oh, der Mario hat, glaube ich... Ja, der ist weg. Der ist weg. Ja, das ist schade, sagen wir hier. Und ja, in Abwesenheit. Herzlichen Glückwunsch, Mario, zum dritten und zweiten Platz. Das darf ich dann, glaube ich, vorwegnehmen, weil, wie gesagt, vielleicht kann der Mike da gleich was zu sagen. Kommt ja dann bei Jens definitiv auch irgendwie dran. Nee, zweimal dritter Platz. Nee, wieder nur. Zweiter und dritter Platz war richtig. Ja, Mike. Ja. Mensch. Irgendwie, ich meine, gut, Lauf 1 hat noch nicht so ganz... Nee, Moment mal, du bist ja noch gar nicht dran.
Das ist ja das Quali. Das Quali, ja, ich habe Quali offen, deswegen. Also mach ein Mikrofon wieder zu. Mensch, das wäre jetzt hier. Ja, gut. Rennen 1. Den mag ich jetzt aber auch nicht interviewen. Weil, ja doch, mach mal. Komm. Fred, was soll ich jetzt machen? Also es ist jetzt wirklich. Wir reden jetzt nicht über den ersten Lauf. Der war sowieso langweilig. Das lassen wir für Jens. Fred, Glückwunsch erstmal. Jo. Irgendwie, wie, was, ich meine, ich frage es ja öfters mal jemanden, der so ganz schnell nach vorne kommt, irgendwie auf einmal vorne ist. Was ist es für ein Mittel? Also, war ja mal hammergeil. Vor allem, was ihr seid in dem ersten Lauf ein Rennen gefahren. Eigentlich kann man dann, müsste man den Mike eigentlich schon mit dazu nehmen, weil das war ja wirklich bis zur letzten Runde nicht klar, wer da auf dem Podest landet. Obwohl der Mike, gut, der hatte dann in der letzten Runde, in den letzten zwei Runden ein bisschen Zeit verloren. Ein bisschen Zeit, da reden wir von 6/10. Fred, erzähl mal so ein bisschen, weil das muss ja wirklich die Hölle gewesen sein. Ja, genau. Erstmal Dankeschön und es war total die Hölle und ich bin total happy, weil der zweite Lauf, der erste Sieg, mein jemals erzielter erster Sieg irgendwo im Meisterschaftslauf, ich bin total fix und fertig, war fast Wasserheizung über den Kopf geschüttet. Es war so spannend, mein Auto ging so super. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Was? Was? Habt ihr mich gehört, ja? Ja, wir hören dich noch. Oh, irgendwie. Ach so, ja. Ich bin so viel Richtung fertig kaputt. Ja, und zweiter Lauf, weiß ich nicht, hat gleich am Anfang ein bisschen geklappert. User joined your channel. Ja, war dann einfach weg. Hab nur noch geguckt auf der Zeit und hab mir so eine verdrisse Lust da hinten im Kampf zu sehen. Oh, Fred, du bist fast nicht mehr zu verstehen. Ah, ja. Jetzt vielleicht? Ja, es ist sehr schwierig. Es klingt so, als ob du frei im Raum sprichst irgendwie. Ja, nichtsdestotrotz, also es war ein hammerhartes Rennen, das definitiv, Jens wird dich mit Sicherheit nochmal jetzt im zweiten Lauf da interviewen und ich denke mal, da hast du, vielleicht kannst du das mit deinem Mikrofon da nochmal irgendwie ein bisschen besser, weil es pfeift auch, also ich glaube, du bist irgendwie, hast Lautsprecher an oder so, vielleicht drehst du die einfach mal ein bisschen zu. Genau. Genau. Bleib mal erst. Jetzt habe ich so viele Fenster offen, jetzt finde ich nichts richtig hier. Ja, jetzt haben wir es auch ganz zugemacht. Das ist auch gut. Genau. Der Mario ist nicht da. Christian, das ist jetzt schön, dass du nicht zweimal da bist auf dem Podium. Nein, das ist natürlich nicht schön in dem Sinn, aber wir können dich jetzt hier ganz in Ruhe. Interviewen. Der erste Lauf, also ich meine, es gab ja wirklich keine Sekunde, wo du dir deiner ersten Position sicher sein konntest. Ja, das stimmt erstmal. Freue ich mich natürlich, dass wieder ein Sieg raussprang. Aber hinter mir war schon ganz schön. Dann habe ich gedacht, pushe ich ein bisschen. Dann kam ein Fehler an der Schikane. Da habe ich gedacht, nee, nimm lieber ein bisschen Tempo raus und schau, dass du den Vorsprung verwaltest. Aber verwalten ist jetzt das falsche Wort, weil ich hatte einfach Glück, dass es nicht schneller ging bei den anderen. Ja, also wie gesagt, du hast ja massiv Druck gehabt vom Mario, der ja wirklich, also auch Fred und Mike, es war ja, ihr wart permanent in anderthalb Sekunden von Platz 1 bis Platz 4 in anderthalb Sekunden Abstand. Runde, also eigentlich das ganze Rennen und es hat sich aber nichts an den Positionen geändert. Irgendwann ist der Fred mal am Mike vorbeigekommen, aber das war relativ am Anfang, in den ersten 5 Runden oder so und dann hat sich da nichts mehr verschoben. Zum zweiten Lauf muss man, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen. Da hat es wieder so ein bisschen zugeschlagen. Erstmal das Pech, dann ein bisschen Glück gehabt durch die Kollision, die es da gegeben hat. Maxi und du, ihr seid dann da gut durchgekommen. René auch. Platz 4 für dich, für René Platz 3. Ich denke mal, kannst du verschmerzen, oder? Na klar, also ich habe dann auch, das Auto hat ein bisschen Schaden gehabt. Also die ganze rechte Seite war gelb. Ich habe dann auch beschlossen, ich habe ja Max hinter mir als Puffer sozusagen gehabt, deswegen bin ich dann ein bisschen vom Gas und habe mir gedacht, bei dem Meisterschaftsstand im Moment ist es einfach unnötig, jetzt einen René da noch zu attackieren. Ja. Sonst passieren bloß Fehler, das habe ich in Monaco schon leidvoll erfahren müssen, dass es zweimal mich da weggedreht hat, deswegen, weil ich einfach zu viel wollte. Und
Schadensbegrenzung war es in jedem Fall, weil das hätte in Kurve 1 auch ganz anders ausgehen können. Da waren ja, keine Ahnung, 3, 4 Autos quer gestanden oder einfach mit ein bisschen Dusel durch und dann Platz 4 nach Hause gefahren, ist völlig in Ordnung. Ja. Kann man auch mal verkraften. Denke ich mal. Ist ja nur eine ausgesprochen erfolgreiche Saison für dich, wenn man da so an die letzte zurückdenkt. Also denke ich mal davon aus, dass du da doch auch heute recht glücklich und zufrieden dann die Rennstrecke verlässt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann gebe ich jetzt an Jens. Ja, jetzt schon. Ja, gut. Deins ist auch ja, relativ mach ich doch kurz. Gerne. Ja. Christian, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und endlich, seit langer Zeit, mal wieder, entweder war ich nicht da oder du nicht auf dem Podium, René. Ja. Dritter Platz. Ich habe vor dem Rennen gesagt, dass wenn es diesmal aber nicht schaffst, aufgrund deiner Startposition mal ein ordentliches Ergebnis rauszufahren, vor Rückert, Kolosche, Schiri, Dunke, dann bist du deutlich unter deinen Ansprüchen. Und dann kommt die erste Kurve und dann machst du Bumm und dann warst du schon wieder nicht mehr so weit vorne, wie es jetzt eigentlich hätte sein können. Erzähl mal. Ja, erstes Rennen war eigentlich fast zum Vergessen. Das war mehr oder weniger nur Schadensbegrenzung, der fünfte Platz. Und ich wollte an die Vierergruppe eigentlich noch ran, aber egal, was ich gemacht habe, ging nicht. Zweites Rennen, ja, durch diesen Startkuddelmuddel, da bin ich ordentlich durchgekommen noch, so halbwegs, wieder auf 9 rausgekommen, wie es im ersten Rennen war. Und da habe ich gedacht, naja, ziehst jetzt durch, egal was geht. Und dann, ich habe versucht, den Mike das ganze Rennen unter Druck zu setzen, aber die Sau ist gefahren wie der Teufel. Und es ging immer so, ja, eine Sekunde hin und her immer mal. Und ich, egal, was ich probiert habe, egal, wie schnell ich gefahren bin, der Mike, der hat den Vorsprung gehalten, das war unglaublich. Ja, ich hätte ein paar Runden mehr gehabt gerne, um das noch ein bisschen aufzuholen, aber nee. Also Glückwunsch an Fred, Glückwunsch an Mike, also und Christian natürlich auch, also Wahnsinn. Geile, richtig geile Rennen heute gewesen. Ja, also schaut euch den Stream an, also gerade beim ersten Rennen werdet ihr aus dem Feier nicht mehr rauskommen. Was da im gesamten Feld abgeliefert wurde, war die ganz, ganz hohe Kunst der Unterhaltung. Aber wirklich. Ja. Mike, Platz 2. Gut, nach vorne war jetzt nicht mehr so wirklich viel zu reißen, aber nach hinten hast du alles im Griff gehabt, oder? Also da kann ich René beruhigen. Dank ihm kann ich jetzt doch duschen. Ich war echt permanent am Schwitzen und Kämpfen, das war schon, ich habe so auch bei jedem Split auf die Abstände geguckt und es ging immer hin und her, es war also, ich dachte eigentlich, dass ich da ein bisschen locker jetzt das zweite Rennen angehen kann, aber war nix, war aber richtig geil, war, hat richtig Laune gemacht. Ähnlich im ersten halt, ja. So, zwischendurch habe ich so gedacht, ah, wäre schön, ne, da es mitfahren können, das anstatt zu moderieren. Aber naja, hat auch so zu Spaß, auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuschauen. Das war ganz, ganz groß. War richtig gut, ja. Wobei der Fred halt heute für mich nicht zu knacken war, muss ich echt sagen. War am ersten Rennen schon so, dass er richtig Druck gemacht hat und am zweiten hat man es ja auch gesehen, der hat da nichts anbrennen lassen. Genau, das war eine schöne Überleitung, da brauche ich die nicht machen. Fred! Ich hoffe, dein Mikro funktioniert jetzt ein bisschen besser. Ich hoffe, ich bin zu hören jetzt. Ich habe nochmal neu gestartet. Ja, deutlich besser. Euch höre ich auch besser. Sehr schön. Sagst jetzt gerade schon, dein erster Sieg und den hast du hier sehr, sehr souverän rausgefahren. Du hast ein bisschen profitiert, glaube ich, von dem Kuddelmuddel da in den ersten 2, 3 Kurven. Aber dann hast du mal ordentlich Gas gegeben, oder? Ja, richtig. Und ich habe dann auch gesehen, dass der Maxi hinter mir war, der hat auch ein bisschen aufgehalten, denke ich mal. Ich hatte ruckzuck nach 3, 4 Runden, denke ich mal, so 5, 6 Sekunden Vorsprung und habe gedacht, fahr bloß sauber und wenn du ein bisschen verlierst, versuch das irgendwie ins Ziel zu bekommen. Ja, ist dir sehr souverän gelungen, wenn ich das mal so sagen darf. Und ist jetzt der Knoten geplatzt, folgen jetzt Siege in Reihe? Ja, ich bin gespannt. Ich sag mal, der Knoten ist, denke ich mal, so noch nicht so geplatzt, aber ich wollte eigentlich nicht sagen, aber ich werde es hier einfach mal sagen. Ich habe stundenlang mit dem Alex Rambo trainiert, ich habe von Alex ein Setup bekommen, die letzten Rennen schon, da hat es noch nicht so geklappt, aber ich muss sagen, wenn er mich jetzt hört, danke Alex, also das Auto ist young wie Schmitz Katze. Ich habe mich nur nicht so getraut, ich hätte eigentlich noch mehr angreifen können im ersten Rennen, aber ich habe da auch ein paar kleine Fehler gemacht, aber im zweiten wirklich sauber gelegen, ohne Fehler, denke ich mir, und nochmal schönen Dank und da sieht man mal, was so ein Setup ausmacht. Ja,
Ja, nicht nur Setup, auch um mal richtig gecoacht zu werden und ein paar Tricks und Tipps zu bekommen, helfen da sicherlich weiter. Und dass der Alex das kann, das haben wir ja hier schon mal gesehen. Ja. Ja, schöne Grüße dann auch an den Alex, falls er zuschaut. Genau. Gut, damit bin ich hier fertig und ja, spiele den Ball mal wieder zurück. Ja, dann sind wir alle irgendwie ein bisschen fertig. Die Fahrer gehen duschen. Ich gehe mich desinfizieren. keine Ahnung. Also ziemlich großartige Geschichte. Also das erste Rennen war, es ist immer schwierig. Man kann nicht einfach so sagen, dieser Lauf war der beste, weil wir sehen so viele gute Läufe. Aber es war ganz, ganz vorne mit dabei in irgendeinem Ranking der besten Rennen, definitiv. Und wir werden schauen, was in den folgenden Rennen passiert. Wir haben noch ein paar, so ist das nicht. Also wenn ich jetzt im Livestream von theoretischen oder, weiß ich nicht, minimalen oder was auch immer für Chancen gesprochen habe, die der René noch hat oder nicht mehr hat, dann, ich meine, es sind schon noch einige Rennen. Und nur, wir sind jetzt deutlich über die Halbzeit und jetzt muss es irgendwo krachen. Und auch die Verfolger sind ja noch sehr eng beieinander. Und dann werden wir mal schauen, was da noch passiert. Also wir lassen uns überraschen. Macht weiter so, übt mal noch ein bisschen die erste Runde, also so den Start. Vielleicht wäre das fürs nächste Testrennen, dass man drei Starts hintereinander fährt oder irgend sowas macht. Keine Ahnung. Wir sehen uns auf dem Lausitzring. Am 28.04. Jens, da wirst du höchstwahrscheinlich alleine sein. Ich weiß es noch nicht genau, obwohl es ist ein Montag, logischerweise. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Also ich versuche mein Bestes, aber du verpetzt auch nicht den Grund, ne? Auf gar keinen Fall. Gut, wunderbar. Also, dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder am 28.04. auf dem Lausitzring oder hören uns wieder oder wie auch immer. Und bis dahin, alles Gute und genau, von mir auch und schaut euch den Stream an. Unglaublich. Ja. Bis dann. Ciao.